In diesem Sinne, Leute, herzlich willkommen zum 1000 Booster Opening von Karmesin und Purpur. Sind es auch wirklich 1000 oder sind es 1008? Okay. Egal, jetzt mach's nicht kaputt, das schöne Bild. Karmesin und Purpur, sehr, sehr schön. Der neue Zyklus ist rausgekommen. Wir sind sehr, sehr gehypt. Dennis, hast du Bock? Ja, ich hab Bock. Sehr schön. Team, habt ihr Bock? Ja. Mehr Begeisterung. Team besteht aus drei Mädels. Ja, nee, wir wechseln uns heute nämlich ein bisschen ab. So zusammen und schauen einfach, was aus 1000 Boostern kam, was im Popo so rauskommt. Und ich würde sagen, Dennis, wir quatschen gar nicht so lange. Wir fangen einfach direkt an, oder? Ihr? Ja, die sind jetzt weg. Toll. Okay. Ach, ihr geht das, jetzt. Ja. Die haben. Ja, klar. Ja, warum denn nicht? Hallo, mit uns freuen über die Hits oder so? Laola-Welle, wenn was Gutes tun. Ja, eben. Also, ich finde. Ole, 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 ole. Ich finde, da kann man schon mal was machen. Die sind einfach weggegangen, Dennis. Ich weiß nicht so richtig, warum, was da los ist. Naja, egal. Ey, das ist noch meins. Ach so, bist du dir sicher? Ja. Aber tatsächlich. So, Dennis, mein Lieber, schön, dass du da bist. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ja. Letzte Tausender ist schon ein bisschen her. Ja, du kannst auch aufreißen, aber sind wir doch hier, oder? Tausender, das letzte Tausender ist ein bisschen her. Wie geht's dir? Damit ist das Tausender schon so lange her. Ja, ich habe jetzt 3 Monate nichts gemacht. Ich habe extra auf das neue Set gewartet. Damit du jetzt quasi nochmal das Tausender machst und dann einfach nichts mehr machst. Können wir die Holos schon mal alle rauslegen eigentlich? Oh, nice. Fang schon mal sehr gut an. Wir sind ja jetzt hier beim Tausender, das heißt, wir machen keinen Kartentrick. Wir gehen einfach nur random durch. Gibt's ja eh keinen Kartentrick. Ja, stimmt. Okay, das war jetzt... Das war Fail. Jetzt, Fail. Wir shuffeln die Karten durch, ja. Wir machen nicht den... Eine Karte, eine Karte, eine Karte. Wenn ihr das sehen wollt, dann gehen wir rein in die anderen Videos. Aber hier wird einfach nur geschuffelt. Richtig. Und ich hoffe, du kannst mir jetzt ganz viel über das neue Set erzählen, vom Spiel, was so abgeht und alles Mögliche. Ich kann nichts erzählen. Du kannst mir gar nichts erzählen? Ich kenne mich nicht aus mit dem Spiel. Nein? Nein. Das ist ja ganz schön doof. Das ist ja ganz schön doof, dass wir jede Woche Samstag 11 Uhr Pokémon-Liga haben und du absolut keine Ahnung vom Spiel hast. Nur von der neuen, vom neuen Zyklus. Nee, alles easy. Also es ist ja noch nicht so richtig etabliert. Ja, die kommt weg. Kamion ist gut. Die ist spielbar. Okay, perfekt. Dann weiß ich ja schon mal Bescheid. Es hat sich noch nicht so etabliert. Nee, es kam ja jetzt auch gerade erst raus eigentlich. Ja, richtig. Klein Imperium. Man kann nicht genau sagen, was gut ist, was schlecht ist. Man probiert ein bisschen rum, hier und da und ja. Spinzidias-Deck, sage ich. Spinzidias? Ja. Oh, 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 wir haben die erste Gold! Yes, baby! Wir rein on EX. Yeah. Gold, der erste Banger-Hit hier am Start. Sehr, sehr gut. Goldbulk. Yeah, yeah, yeah. Nice, okay, oh, hier, ein paar Karten können wir uns ja noch, euch nochmal genauer zeigen. Es wird wieder ein Recap-Video geben, das heißt, wenn ihr am Ende wissen wollt, Statistiken und so weiter und so fort, wird es natürlich geben. Und Einzelkarten gibt es dann im Laden, ne? Yes. Wie immer, wir haben aktuell auf der Webseite keine Einzelkarten, weil wir es im Moment leider nicht schaffen, aber im Laden, in der Vitrine und so weiter und so fort. Und deswegen... Und ein Toxiquark. Schauen wir da mal, was wir jetzt heute für euch so Schönes ziehen können, weil... Einzelkarten sind immer sehr beliebt bei euch. Die sind immer weg wie nichts Gutes. Du kommst nicht hinterher mit dem Zusammenpacken der Einzelkarten. Das ist sehr, sehr wild. So. Oh, Miraidon X, die war auch sehr gut, ne? Ja. Aber wenn du eines Zuges kannst du dein Deck nach bis zu 2 Basis-Elektroenergien durchsuchen und sie auf dein Deck, also deine Bank legen. Elektro-Pokémon. Ach, tatsächlich. Oh Gott, das ist ja noch besser eigentlich, oder? Nee. Doch? Ja, doch. I have no idea. Ansonsten, Dennis, was sagst du jetzt so zum neuen Zyklus? Ich muss gleich mal was abrenten. Mir gefallen die Holos halt null. Ja, das stimmt. Die sehen hier Ressler Deros ausspielbar. Oh, nice. Mir gefallen die neuen Holos halt gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber. Wobei ich, also meiner Meinung nach, klar, natürlich die Holos sind nichts Besonderes, aber ich finde sie besser als die Schwert und Schild. Wegen dem Rand. Ja. Aber auch nur wegen dem Rand. Klar, das Geilste sind die Galaxy Foil Promos. Wenn nur der Rand der Aspekt ist, dass sie besser sind, dann ist es ja, schon ein bisschen traurig. Das Ding ist, die Holos waren ja für den Schild nichts Besonderes, sie sind jetzt in Karmesin und Purpur nichts Besonderes. Ja. Also es hat sich in dem Sinne eigentlich nicht viel geändert. Oh, yes! Alter, die haben wir im Stream ewig nicht gezogen. Nicht? Ja. Das war eine der letzten Karten, die quasi noch fürs Master Set gefehlt haben. Oh, hier Artwork-Karten haben wir noch dabei. Olivenio. Also Holo-Karten gefallen dir nicht? Nee. Was gefällt dir? Gibt's was, was dir gefällt? ja, die tatsächlich, die Altart, also die SARs. Oh yes. Die SARs sind wirklich mega. Welches ist da deine Lieblings-SAR? Mamu Mamu. Die von
die von Dings hier, wie heißt sie? Ach, verdammt. Oh yeah, die nächste Arcane, die Terra-Kristall-Karte. Nice. Wie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich eher weniger, wenn du so fragst. Warte, muss ich hier einblenden. Wie findest du denn die neuen Terra-Kristall-Karten? Ja, da habe ich mir auch mehr erhofft. Von echt? Den Karten, ja. Was fehlt dir denn? Ich finde es halt billig, dass sie alle den gleichen Effekt haben. Sie von Anfang ja, gut, aber auf der Bank nicht Ding. Wie meinst du? Ja, die können halt von auf der Bank kein Damage bekommen. Ah, du, das habe ich mir gar nicht durchgelesen. Es ging mir so ums Design. Ja, ist okay, aber ich bin der Meinung, dass... Komm, ich will die ganze Zeit die Holos lieben. Dass sie das Gimmick vom Terra-Kristallisieren halt auch auf andere Typen-Metten ausweiten können. Weil kommt Akani ja vielleicht ist noch. Ja, Feuertyp. Vielleicht kommt das ja noch. Oder wahrscheinlich kommt es noch. Oh, yes, baby. Eine der Karten, die wir auf jeden Fall ziehen wollen hier. Mhm. Die Mimi. Und vor allem in SRR wollen wir die ja ziehen. Ich meine, das ist ja erst der Anfang. Also ich bei den Terra-Kristall-Karten finde ich halt den Effekt, also wie die Karte gemacht ist. So, sehr, sehr schön. So ja, ist Sparkling-mäßige ist cool. Und alles. Oh, nice. Die erste SRR hier dabei. Let's go. Ein Reason Charm. Das heißt, SRR sind deine Lieblingstypes? Ja. Definitiv. Wie findest du die neuen EX? Auch die. Ist auch okay. Die SRRs sehen halt im Deck echt gut aus. Oh ja. Weil ich spiele die ja. Ja gut, wenn du ein Miraidon-Deck hast, dann passt das ja eigentlich perfekt. Ne? Ah. Weil da gibt es ja die schöne SRR auf jeden Fall. Ach ja, und generell, der neue graue Rand. Was sagst du dazu? Der ist gut. Finde ich auch gut. Ist. Wertet es ein bisschen auf, oder? Definitiv. Also was mir halt aufgefallen ist, wo wir jetzt nochmal im Stream, wenn hier Zenit der König und so alles aufgemacht haben, es wirkt direkt komisch, wenn du irgendwie diesen gelben Rand dann hast. Ich weiß auch nicht. Das ist sehr, sehr man weird. Könnte meinen, wir machen hier Dings auf. Japanisches Zeug. Das ist halt geil. Tausender japanisch. Mit einer viel geileren Polaray. Eigentlich müssten wir ein Tausender Zenit auch noch machen. Eigentlich schon. Ich meine, wie viele Tinboxen wären das? 250. Ja, eigentlich machbar, fast schon. Mal gucken, Leute. Müssen wir eigentlich echt angehen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, Leute. Achso, nee, das ist ja ein Hit. Oh Gott. Oh Mann. Tausender Zenit. Also, Tausender Zenit, da hätte ich auch Bock drauf. Weißt du, wo ich auch noch Bock drauf hätte? Tausender Welten im Wandel. Das Set, was wir damals leider verloren haben, was wir nicht gemacht haben. Und yeah, Terra-Kristall Full Art. Ich zieh noch das Eisenrad hinterher. Perfekt, nice. Die nächsten SRs. Und ich muss sagen, die gefallen mir noch besser als die Normal Types, weil die erinnern mich so ein bisschen an die Shinies. Also vom Style her, so wie die Shiny aus Hidden Fates. Wäre geil, wenn du so ein Terra-Kristall-Set machen würdest. So ein Terra-Kristall-Shiny-Set? Mhm. Boah, das wäre krank. Ich meine, wer weiß, was da noch kommt. Ich hoffe ja, dass wir dieses Jahr kein Shiny-Set mehr kriegen. Weil wir haben ja, oder hatten ja ein glänzendes, mit glänzendem Schicksal, Schwert und Schild ganz am Anfang, das Shiny-Set. Das fand ich schade. Aber soll nicht eins kommen? Ja, aber dieses Jahr Japanern noch? Ja, dieses Jahr. Dieses Jahr noch? Also das 151er wurde angekündigt. Das ist das erste und das zweite ist yeah, ein Shiny-Set. Echt? Ja. Okay, na, dann schauen wir mal. Irgendwann im Herbst. Wobei dann ja ein bisschen ein paar Sets schon rausgekommen sind. Weil was ich so schade fand, ein glänzendes Schicksal, es waren nur drei Schwerden-Schild-Sets. Wobei, ja gut, wenn es im Herbst dann rauskommt, sind auch nur drei Schwerden-Schild-Sets eigentlich quasi drin sind. Okay, das wäre schade. Kamen sie nur Purpur. Meine ich ja. Nee, bei glänzendes Schicksal waren es nur drei Schwerden-Schild-Sets, die vorher rausgekommen sind. Oh ja. Das fand ich halt ein bisschen sad, muss ich sagen. Gerne natürlich auch eure Meinung in die Kommentare, Leute. Also was ihr jetzt so von Karmesin und Popo haltet, ist es ja jetzt schon, ja, quasi fast eine Woche draußen. Man hat sich schnell dran gewöhnt, ne? Ja. Sonst noch irgendwelche... Was möchtest du noch mitteilen? So Karmesin und Popo-Zyklus. Auf jeden Fall wird es noch wild. Oh ja. Was anderen Sets angeht. Da sind ja jetzt schon wieder so richtig Knaller-Sachen released worden, also announced worden. Oh, die nächste. Oh, yes. Und die ist spielstark, ne? Ja, also spielstark ist eher so ein Fun-Troll-Deck. Kann dir den Rückzug aus dem Team Pokémon des Gegners erhöhen sich um 1, okay? Und Drahthänger 90 plus. Dieser Attacke fügt für jedes Farblos in den Rückzugskosten des aktiven Punkten des Gegners 3 Schadensprobleme zu. Okay, ja gut. Man spielt es aber. Könnte man auf Meme. Man greift nicht mit dem Pokémon an, sondern mit Freddy Purba V-Max. Was kann die?
Die macht 60 Mal für jedes Rückzugskostensymbol. Oh, okay, das ist ja eigentlich gar nicht. Oh, gar nicht so schlecht. Und das ist halt nice. Flagmon, Friedwurf. Damit kann man so ein bisschen Blödsinn machen. Und oh, yes. Gardevoir und Parmamo. Nice. Gardevoir ist auch relativ stark. Du kannst beliebig oft eine Basispsychoenergie aus deinem Ablagestapel an deine Pokémon anlegen. Mhm. Du musst zwar zwei Schadensmarken auf das Pokémon dann immer legen, aber das ist nicht schlimm, weil du mit Lunala. Lunala, sag ich schon. Komm ja auf Lunala. Weil du mit. Lunastein? Nice. Yeah. Gardevoir, Full Art. Die ist aber wirklich schön. Weil du mit dem Cresselia aus Lost Origin kannst du für eine Energie. Klavio. Kannst du von jedem deiner Pokémon zwei Schadensmarken nehmen. Mhm. Und beliebig auf die Pokémon. Ach, stimmt. Ja, ja, die. Das ist schon wild. Das ist halt. Krass. Sehr krass. Also wenn ihr auch mal Bock habt zu spielen, ich hab's ja schon erwähnt, wir haben jetzt in unserem Store, jede Woche Samstag, haben wir Pokémon-Liga, wo dann richtig mit den Competitive Decks gespielt wird, wo ich mich jetzt dann auch mal rantrauen will. Also wenn ich mir ein Deck bei dir schnurren kann, dann... Ich habe ja gehört, du hast so ein, zwei dann gebaut. Ja, du musst aber nicht nur das Deck schnurren, du musst das Deck auch kapieren. Ja, das muss ich mal hinsetzen. Ja, ich denke, du wirst das hier als mein Meister doch dann machen, oder? Mir das mal klären. Und nicht wild auf drauf losspielen und mach das überhaupt. Ja, natürlich nicht. Sieht aus wie ein Pokémon-Meister? Nee. Nein. Nee, siehst du mal. Also von daher ist doch. Leider nein. So, oh, Klippe. Wo ist denn jetzt mal hier der erste krasse Banger? Ja, das ist die Frage. Generell, krasse Banger-Hits hat man ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wie du das empfindest. Aber die Pull-Rate ist sehr, sehr gut. Also die Pull-Rate ist wirklich insane. Die SRs sind ja vom Artstyle her so wie die Alt-Arts geworden. Sind aber nicht mehr von der Rarity her so wie die Alt-Arts. Ich meine, wir haben jetzt schon. Du hast immer drei Stück. Zwei Stück pro Display. Also was heißt. Also im Durchschnitt sieht man das. Das zählt dazu. Genau, also man hat immer. Also was wir jetzt so gesehen haben, irgendwie so zwei Full-Arts und zwei Hit-Slots aus Gold und SAR. Mal schauen, wie das mit den Statistiken sich dann so auswirkt. Da bin ich auch mal gespannt auf das Video. Aber so wie früher in Anführungszeichen, wie jetzt ein Schwert und Schild, so die Altarts, wo man dann Giratina gehandelt hat, wo man dann Lugia gehandelt hat, gibt's irgendwie nicht mehr, also vom Gefühl her. Nee, weil ich glaube auch nicht, dass sie als, wie gesagt, als Altarts zählen. Also nee. Altarts werden wahrscheinlich vielleicht nochmal kommen. Das wäre halt krass. Stell dir vor, du hast so SARs und Altarts noch dabei. Das wäre halt. Das wäre wild. Das wäre sehr, sehr krass. So, Gardevoir hier rausgezogen. Let's go. Aber bis jetzt, ich finde es aber eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Weil. Oh, die nächste. Oh, hier, Spinsidias ist auch nochmal dabei. Let's go. Ja, ihr seht schon. Es ist cool. Ich meine, klar, natürlich, so ein Tausender ist nochmal so ein bisschen verzerrt. Also, die Karten sind trotzdem immer noch relativ selten. Also, wenn man genau die Miraidon. SAR haben will, kann sein, dass die in dem Case nicht drin ist. So. Das kann sein. Das kann halt sein. Kannst aber auch zwei in dem Case haben. Eben. Oder drei. Weißt du halt nie. Weißt du halt nie. Aber, die nächste Fuller Trainer-Card, der gute Pepper, den haben wir auch ewig nicht gezogen im Stream. Ist komplett random. Alles, was im Stream gefehlt hat, ist jetzt hier dabei. Hier im Opening. Nee, aber also ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ich find's eigentlich schön halt für die Leute, weil du weißt halt, wenn du ein Display hast, du kannst halt nicht Bruch gehen, quasi. Also, was Hits angeht, ne? Jetzt mal Kartenpreise und Wert jetzt einfach mal ausgeklammert. Dafür sollte man nie mit Profit-Gedanken irgendwas aufmachen. Das ist richtig. Aber halt. Lieber Einzelkarten. Eben. Aber halt für den Fun-Faktor. Und ein. Definitiv eine gute Sache, würde ich so sagen. Also, ich bin damit recht zufrieden. Und ich meine, wie du schon gesagt hast, ne? Was da alles noch so kommt jetzt im Kamezino-Popo-Zyklus. Ich meine, wir haben es ja bei Schwert und Schild gesehen, wir haben es bei Sonne und Mond gesehen. Die lassen sich immer über die Zeit nochmal was ausdenken. Ausfallen. Ah, nee. Denken sich immer was aus. Yes. Ja, war mein. Es war ein langer Tag, Dennis, ne? Erstmal Blockade. War ein langer Tag, okay. Und Riesenzahn, SAR gehen. Sehr, sehr schön. Jetzt wollen wir doch mal hier. Oh, nochmal der Pepper. Noiser. Jetzt wollen wir doch mal hier nochmal. Pepperoncino. Die Legis ziehen in SAR. Blapp. Aber wenn wir jetzt dabei sind, ne? Kamezino Purpur, kommt noch wilde Sachen wahrscheinlich. Was denkst du, was die sich ausdenken? Hast du einen Wunsch?
dass sie die Pullrate beibehalten. Mindestens. aber ansonsten. Du schaffst ansonsten, ja. Ich meine jetzt so von dem her, so Card-Types. Ja, mein größter Wunsch ist halt, dass du diese Terra-Types halt auch mal drauf bringen, dass es. Sehr schön. Nice, Raffel. Dass zum Beispiel jetzt ein Turtok, keine Ahnung, ein Pflanzen-Pokémon ist oder so. Also Terra-Typ. Das wäre halt geil. So ein bisschen die Types durchmixen. War jetzt von den neuen Terras, die jetzt angekündigt worden sind, war da nicht schon was irgendwas geswitcht? Rola, die nächste Bullard. Nee. Trainer. Ist alles noch. Okay. Der Dennis ist Fee gewesen oder geblieben. Fee? Forstelk, ja. Der Dennis ist eine Fee, eine Psycho. Achso, ja. Okay. Wollte gerade sagen, sind die Feen-Pokémon wieder da? Ich glaube nicht. Und Forstelka ist Pflanze. Tarundel, nice. Ja gut, schauen wir mal, was wir da machen. Und eine Cosima. Ich meine, wir haben ja jetzt drei geil, Jahre. Geil. Ja, das ist cool gemacht. Das ist ein sehr, sehr cooles Gimmick hier. Die Tarundel und die Spinsidias. Zusammengehalten durch das Sichlor. Das ist schon lustig gemacht. Ich meine, wir haben ja jetzt drei Jahre, wo uns Kamezin Popov verfolgen wird, quasi. Drei Jahre. Mal schauen, was in den nächsten drei Jahren so passiert. Ich meine, in den drei Jahren Schwert und Schild ist einiges passiert. Ich bin mal auf die Sondersets gespannt, tatsächlich. Mhm. Was das da so gönnt. Ja gut, das 151er wird ja kommen. Mit dem Simsala, was von der Bank aus angreifen kann. Echt, wurde da schon was? Mhm. Kann von der Bank aus angreifen? Mhm. Ja, das ist krass. Horaidon Nix hier dabei, sehr schön. Das wird wild. Ich bin einfach, wie gesagt, wirklich gespannt, wie sie es dann rausbringen werden. Wobei ja, das 151er kommt ja wann raus? Im Juni, glaube ich, in Japan. Dann wird es wahrscheinlich bei uns so ein September-Release oder so. Ist auch schon wild, was die sich da alles ausdenken, ne? Jetzt kam erst Zenith der Könige. Ja. Das geht noch bis in Mai jetzt rein. Also, da ist auf jeden Fall noch einiges dabei. Oh, ist sehr schön. Die erinnert mich so an die Weg des Champs gerade, Walkart. Ja, die sieht halt 1:1 so aus. Es ist halt sehr, sehr witzig. Nice. Ich wünsche mir eigentlich einfach weiterhin schöne Karten. Und vor allem. Ein Fragrund. Vor allem auch sehr, sehr. Hoffentlich sehr, sehr schöne Artworks von diesen ganzen Oldschool-Pokémon. Das fände ich schön, weil. Es gibt schon einige coole neue Pokémon. Es gibt einige, wo ich jetzt nicht so krass mit connecte, wenn ich ehrlich bin. Was zum Beispiel? Gute Frage. Wenn ich mir jetzt so Schlingel zum Beispiel, checke ich irgendwie gar nicht. Ein übel weirdes Pokémon oder Gladimperio finde ich. Das ist halt eine coole Weiterentwicklung, aber irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Oder. Wobei es sind alles so typical Pokémon, ne? Das sind Schachfiguren. Gladimperio sind Schachfiguren. Gladiantri ist das Ding. Der Bauer. Mhm. Galagladi ist ein Läufer. Mhm. Oder der Läufer. Und das da ist der König. Das da. Ja, okay, das macht ist Sinn. Eine Paprikaschote. Ja, das. Da finde ich zumindest das Artwork ganz und nice. Jalapeno ist halt. Jetzt halt eine Rings. Ausgewachsene Chilischote. Also, da. Ja, also, wie gesagt, Pokémon war noch nie einfallsreicher. Das ist weird. Aber ist so. Hier Maskagato. Was mir halt so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde an der neuen Generation, ich finde die Starter-Pokémon sind nicht mehr so richtig Starter-Pokémon-mäßig. So früher waren die für mich immer so, das waren so richtig besondere Pokémon. Und jetzt hier so Maskagato ist irgendwie cool, aber ist jetzt halt auch nicht so krass. Weißt du, was ich meine? Schlägt da finde ich lustig. Da könnte ich jetzt was sagen, aber da müsste Karin viel schneiden. Nee, lass gut sein. Ich finde es lustig. Ich meine, Ulini ist auch irgendwie lustig, aber auch hier so der Feuerstarter. Und sehr ein schön. Sonderbonbon. Sonderbonbon auch wieder dabei. Wir haben ja jetzt, wir haben es noch gar nicht erwähnt, es gibt keine Rainbow-Karten mehr, Gott sei Dank. Ja. Endlich. Und noch ein Sonderbonbon für die Collection. Sehr gut. Warum willst du jetzt hier einen ganzen Ordner mit Sonderbonbons voll machen, oder was? Ja, klar, ich spiele die doch. Aber warum willst du einen ganzen Ordner voll machen? Ja, weil man doch für jedes Deck welche braucht. Ja gut, okay.
Ich will ja nicht immer rumswitchen. Was ist das denn hier? Krocke. Die guten Sonderbonbons, die müssen dabei sein. Schlafen wir das Playset im Tausender, meinst du? Ich meine, wir haben ja quasi 28 Displays, das heißt, wir haben 56 Slots mit SIR und whatever, mindestens yes. Eigentlich. Exakto. Oh, yes. Full Art Garados. Sehr nice. Auch wieder die Garados. Die Arcani finde ich auch sehr schön. Generell, wenn du jetzt so Kamezin und Popo als Base Set ranken musst, gegen jetzt Schwenchild Base, Sonnemond Base, XY und so. Platz 1. Wo, Platz 1. Danach kommt Schwertenschild Base Set. Wenn ich yes, baby. Die erste Mimi. Es war ja jetzt hier. Ja, beim Stream auch ewig nicht gezogen. Oh, geil. Sehr, sehr stark. Den ersten. Oh, geil. Nochmal Arcani hier in Fuller dahinter. Das ist halt auch geil jetzt mit der neuen Gen, dass du immer noch, obwohl du kein Sonderset hast, Double Hits hier dabei hast. Auf jeden Fall. Das finde ich so stark. Nice. Oh, die kriegt auch direkt einen Toploader. Sehr, sehr geil. Okay, sorry. Schwertenschild dahinter? Schwertenschild dahinter. Für gute Hits kann man ja mal hier unterbrechen, ne? Einen habe ich auch im Deck. Oh, nice. Ja gut, die Mimi ist aber auch echt stark, muss man sagen. Was kann die nochmal? Durchsuche dein Deck nach bis zu 5 Pokémon. Nee, mische bis zu 5 Pokémon aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Wenn du auf diese Weise mindestens eine Karte in dein Deck gemischt hast, ziehe drei Karten. Ist halt stark, ne? Auch vom Design her richtig krass. Mega teure Karte im Japanischen. Bei uns relativ gut erschwinglich, tatsächlich. Also wenn man die haben will, kriegt man die eigentlich relativ easy auf Cardmarket oder so gekauft. 50 Euro oder so. Ist für eine, das ist wieder das, was ich gesagt habe. So, klar, das ist immer noch ein absoluter Chase-Hit. Aber für so einen Chase-Hit relativ, ja, wenig fast schon eigentlich. Auch wenn man sich so diese anderen Kartenspiele anguckt. Jetzt hier Dragon Ball zum Beispiel. Bei One Piece gibt es so richtig krasse Karten. Selbst bei Final Fantasy, was wir jetzt auch im Laden haben, selbst da gibt es 1000 Euro Karten. Ja. Das hast du bei Pokémon gar nicht. Irgendwie. Das Problem ist aber, dass du da halt bei den Sets oder bei den Spielen hast du halt gewisse Pullraten. Da ist ja nicht so, dass du in jedem Case so eine ziehen kannst. Hm. Ja, gut. Das ist halt dann, was hat Dings gesagt, alle 48 Displays kannst du so eine ziehen. Und das ist halt schon, wenn du Otto-Normalverbraucher bist, kommst du nicht so schnell dran. Aber das hat Pokémon halt nicht. Das finde ich halt so, finde ich halt krass. Da geht es eher Quantität. Bin ich fast schon ein bisschen schade. Oh, Klibbe. Oder Toxic Quark. Ein bisschen also, auf jeden Fall, weil dann geht dann so der Reiz von den etwas teuren Hits verloren. Also ich hoffe nicht, dass das so sein wird, weil sonst gibt es dann nicht mehr sowas wie Sturmnachttara oder sowas. Genau. Also hoffentlich kommt da nochmal was. Genau. Wo ich auch gerne mal noch deine Meinung wissen würde. Oder auch vielleicht von den Leuten. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es kommt ja jetzt so ein Herr der Ringe-Set raus von Magic, ne? Und da gibt es ja, also im Sportbereich, bei Sportkarten ist das ja gang und gäbe, dass es limitierte Karten gibt. 1 zu 100, 1 zu 50, eine One of One. Und genau das haben sie jetzt mal bei diesem Herr der Ringe-Set gemacht. Da kann man dann den englischen Collector-Boostern den One of One-Ring, den Ring von Herr der Ringe quasi. Den Ring der Macht. Den Ring der Macht kann man ziehen. Den gibt es dann auch wirklich nur ein einziges Mal. Wie findest du das? Findest du das geil? Findest du das bei Pokémon mal irgendwie Also finde ich ganz cool, aber finde ich aber auch auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen overrated, weil ganz ehrlich, das wird, die Karte wird irrelevant. Die wird wahrscheinlich kein Mensch sehen. Wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es für mich so, als wäre die gar nicht da. Weil stell dir mal vor, irgendein Sammler legt sich ein Display von dem Set weg, wo genau diese Karte drin ist. Hm. Und das weißt du halt nicht. Und das ist dann so, als wäre die praktisch nicht da, die Karte. Also meine Meinung. Aber es ist halt ein lustiges Gimmick. Ja, natürlich, so, ganz nett, aber irgendwie auch unnötig. So, was ich halt dann geil fände, zum Beispiel, um die nochmal so ein bisschen hervorzuheben, wäre dann zum Beispiel auch so eine Nummerierung wie so im Sportbereich. Dass du zum Beispiel sagst, okay, es gibt jetzt im First Print die Nummerierung, im Second Print dann meinetwegen nicht mehr oder so. Und dass es dann 100 Mal die Mimi nummeriert gibt. Und nochmal. Dann hast du so die Mimi 1 von 100. Mit noch einem specialigen Foil. Das ist dann meinetwegen das silberne Foil, das ist so ein bisschen Gold oder so. Das wäre halt sowas, wo ich sage, okay, es nimmt ja nichts weg. So, es nimmt ja jetzt nicht irgendwie den Chase-Hit weg, sondern du hast halt immer noch deine normale Pull-Rate, aber kannst halt nochmal so ein extra Ding ziehen. So. Ja. Und wenn du dann halt so ein extra Ding ziehst,
hast du halt so das Krasseste vom Krassesten, was du so ziehen kannst quasi. Mhm. Also zumindest mal was so wilde Hits angeht, fände ich das schon sehr lustig. Es wird wahrscheinlich niemals kommen. Aber jetzt, wo man sich mal so ein bisschen... Oh, yes! Gardevoir. Oh, die ist auch so schön. Ist so schön. Und ein Riesentarn. Oh, die Gardevoir. Ja, Mann. Also, ich finde, die haben alles richtig gemacht mit dem Set. Die habe ich mir auch zweimal gesnackt. Ah, nice. Ah ja, warum auch nicht, ne? Ich finde die Karten so schade, dass die im Bein der Gammeln. Und ja, ist doch okay. Dann, oh, yes. Oh, noch ein Miraidon. Nice. Geil. Da können wir mir auch ein Miraidon-Deck jetzt bald bauen mit den Golds, ne? Habe ich gehört. Mhm. Das Tausender ist jetzt für mein Deck. Weil ich sagen muss, das Miraidon, das ist so... Ja, es ist eine gute Karte, aber da muss man noch ein bisschen rumexperimentieren. Mit dem Deck, meinst du? Mhm. Ah ja. Das läuft noch nicht so richtig. Oh, spannend, jetzt auch aufs erste Fun-Turnier. Und... Ich glaube, jetzt das Fun-Turnier muss ich auch mitzocken. Da habe ich Bock drauf. Weil ich habe ja leider, wir hatten ja unser erstes Pre-Release. Erste offizielle habe ich leider verpasst, weil ich war krank. War wild. Oh, Koraidon. Stimmt, wie war es eigentlich? Erzähl mal. Es war wild, ja. Viele Leute waren, also es waren 30 Leute da und die Hits waren halt auch insane. Wir haben das Miraidon SAR, ich glaube, dreimal gezogen. Sehr schön. Und ja. Da ist dann einiges passiert. Das war's. Ja, was soll man sagen? Wir haben halt gezockt, war sehr lustig, weil neuer Zyklus, natürlich erstmal die Runden ewig lang gedauert, weil alle die Karten lesen mussten. Was kann die denn? Ja, dann haben viele Leute auch instant verloren. Mhm. Weil das Krasse daran, da sind ganz wenig Basis-Pokémon in den Kits drin. Also echt? In diesem vorgebauten Deck. Das heißt, du kannst ganz, ganz easy halt wie hat man? Bricken und halt eben keine guten Karten ziehen, um deinen Start ordentlich zu setupen. Und dann guckst du halt nach der zweiten Runde, bist du halt raus. Das ist halt krass, ne? Und noch ein Eisenrad. Wupp, wupp. Jetzt wollen wir mal die Legis in SAR sehen, finde ich. Legis, let's go. Ja? Lieber noch zwei Elektro-Gold-Energien, das wäre geil. Weil die fehlen mir noch. Ja, aber ich hätte gerne die SAR. Oh, die werden mit Laden ein bisschen besser, wenn wir die da hätten. Ich glaube, da würde sich der eine oder andere eher nochmal drüber freuen. Ach ja, die neuen Decks. Bin ja auch schon gehypt, die auszuprobieren. Ja, aber ansonsten mit Turnier. Wir haben jetzt die neuen Turniere. Es ist immer noch so, ich finde es immer noch so surreal irgendwie. Es wird immer mehr. Es wird immer verrückter irgendwie. Und irgendwie denkt man sich mittlerweile einfach nur so, what the fuck? Oh, Banetics, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Die Full Arts sind ein bisschen gerade... Die sind rare gerade. Also ich habe später gerade eine Koraidon gezogen gehabt. Jetzt hier Banet, also ein bisschen was ist schon mal da, aber noch nicht so viel. Ein Hefel. Hefel. Und was haben wir hier? Olitena. Ja, ja. Na komm. Die guten Pre-Releases. Es wird natürlich zu Karmazin und Popo 2 dann auch wieder ein Pre-Release geben. Wahrscheinlich wieder mit denselben Kids. Haben wir mehr gekriegt? Nein. Okay, schade. 30 Stück. Schade, Schokolade. Aber da werden wir natürlich wieder das Beste geben wie letztes Mal. Ich kann einfach nur so sagen, Leute, kommt immer zu den Fun-Turnieren. Das ist quasi Pre-Release-Turnier, nur ohne Pre-Release halt. Aber noch viel lustiger. Und viel lustiger, weil es ist so krass, ne? Es hat sich so eine kleine... Es ist einfach eine Familie geworden, fast schon. So, wir sind eine riesengroße Cardbuddies-Familie. So viele Leute, die quasi jede Woche oder alle zwei Wochen samstags dann bei den Turnieren immer da sind. Und man sich eigentlich schon fast Sorgen macht, wenn jemand nicht da ist, ne? Das ist halt schon wild, würde ich mal so sagen. Einfach crazy. Jetzt haben wir auch bald einjähriges Laden-Jubiläum. Laden-Jubiläum. Lubileum, das wer kennt nicht das Lubileum. Und dein Toxic Quack yeah. Ist Full Art. Guck mal, jetzt kommen gerade die Full Arts aber mal ran. So muss das. Yes, 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 yes. Aber ja, ein Jahr jetzt den Laden schon, also es ist schon. Und noch ein Miraidon. Es geht krass schnell, ne? Die Zeit. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt 5 Jahre Card Buddies gehabt quasi. Da müssen wir eigentlich auch noch einen dicken Banger machen auf YouTube. Und die ganzen neuen Sachen stehen jetzt auch vor der Tür. Hier Jason Page kommt Ende April auch noch in den Laden rein. Da ist die Convention auch noch direkt quasi Anfang Mai.
Oh, Gold und eine Full Art. Yes, oh baby. Oh, okay. Miraidon und Nestball. Let's go. Läuft. Next Double Hit. Und das ist, oh, ich liebe das so sehr. Ich habe das immer so sehr an den Sondersets geliebt, wo man Double Hits rausholen kann. Und jetzt kann man hier auch Double Hits rausholen. Ist einfach. Ich habe gehört, nächste Woche dann Zenith 1000er. Ich meine, eigentlich, es kann sich keiner beschweren. Oh, den Gym. Nice. Der schlafende Gym. Natürlich kann sich keiner beschweren. Warum auch? Nö, wir haben ja Tins da. Also. Kann sich keiner beschweren, dass wir das wegkaufen. Wir haben ordentlich Zeug da. Und Zenith ist auch noch ein geiles Set. Auch eine sehr, sehr schöne SAR, wie ich finde. Generell gefallen mir die SAR ist richtig gut, auch mit diesem Sparkle hier. Ah, yes. So. Wir gehen rein. Forschung des Professors. Was haben wir noch? Oh, verdammt. Noch ein Free. Zenith der Könige, Tausende. Eieieiei. Ja, ich meine, das sind extrem viele geile Karten drin in dem Set. Ja. Also auch immer noch. Ich meine, klar, Karmesin und Popo fängt jetzt sehr, sehr stark an, aber was Schwert und Schild da so rausgeballert hat, vor allem zum Rennen, war schon krass. War schon sehr, sehr, sehr krass. Mit einigen alternativen Artworks, die einfach wirklich insane waren. Generell die Art Rares, die ja jetzt dann in Zenith der Könige kamen. Die sehr, sehr verrückt sind. Die Glurak OPC. Das ist auch noch so ein. Ich bin so gespalten, allerdings, Meinung. Das war so ein Top-Flop-Produkt. Ja, irgendwie schon. Top, aber auch Flop zugleich. Irgendwie cooles Produkt. Aber die Qualität der Karten da drin war halt nicht gut. Mm. Ich habe auch gehört, dass die Hits da nicht so sonderbar geil waren, also zumindest in den deutschen. Jalapeno. Ja gut, also, wobei, ich meine, bei den Hits, ja, das ist wie immer. So, der eine sagte, die ETBs sind schlecht, der andere sagte, ja. Ja, das. Wenn die, wir hatten gut rausgehittet aus unserer Box. Ich meine, das sind halt random Booster. Aber ja, die Kartenquality, die war teilweise. Leckomio. Oh, yes, jawohl. Das erste Legie, die Koraidon als SAR. Auch sehr, sehr stark. Oh. Geile Artworks. Sehr, gut, sehr, sehr geile Artworks. Gut. Und noch eine Full Art. Let's go. Nice. Ja, aber die UPC, die war. Und noch eine Cosima. Oh, sehr schön. Und das Fragrunz, das ist geil, weil da fehlt mir nämlich noch eins in Full Art für mein Deck. Ach, machst du da auch ein Deck? Ja, da. So ein Trolldeck, so ein richtig lustiges. Dieser Tage fügt für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners 3 Schadenspunkte mehr zu. Oh, jo. Wirf eine Münze bei Zahl, kann dieses Pokémon, wenn es next zu ist, nicht angreifen. Wow. Ja, aber du spielst es, wenn das Ding Schaden gefressen hat. Mhm. Ziehst du es mit Charon's Obhut auf die Hand und ziehst das nächste Fragrant nach vorne und ja, gut. Den Gegner. Oh, schlägt da, sehr, sehr geiles Artwork. Schlägt da, Beste. Wo waren wir eigentlich jetzt gerade stehen geblieben? Gerade gar nicht. Zyklus, geil. Zyklus, geil, Shadow Shield, wup, wup. Ja. Beste. Oh. Ein Maskagato. Was hatten wir denn gerade? Wir hatten irgendwas. Egal, keine Ahnung. Ja, vergessen. Shadow Shield war ein guter Zyklus, definitiv. Wir haben nur, glaube ich, nicht von jedem Schwert- und Schild-Set einen Tausender gemacht, ne? Nee, ich glaube von. Von Astral haben wir keins gemacht. Astral haben wir keins gemacht. Was mache ich denn hier? Sollen wir noch eins machen? Gott. Kann Bild- und Battlebox kaufen. Boah, dann brauchst du ja. Wollen wir nur 28 mal 3. Geht eigentlich. Wieso 28 mal 3? Naja, 28 Displays und eine Bild- und Battlebox ist quasi ein Drittel Display. Mhm. Geht ja eigentlich. Nehmen wir 100 Stück. Wo haben wir noch keinen? Ich weiß gar nicht, von was wir Tausender gemacht haben. Oh yes, baby. Da ist es doch endlich. Let's go. Raidon. Sehr schön. Let's go. Auch eine wunderschöne Karte. Die gefällt mir sogar noch mal besser. Definitiv. Oh yes. Nice. Davon noch 3. Ja, das wäre geil. Da hätten wir das Playset voll. Ich muss jetzt mal gucken. Von was wir jetzt hier ein Tausender gemacht haben und von was nicht, weil ich weiß, letztens hat nämlich jemand nach einem Tausender Astralglanz gefragt, was damit jetzt eigentlich ist. Ich habe auch gedacht so, na, upsi. Also, pass auf, Dennis, wir haben gemacht von... Okay, was sind das jetzt hier? Warum sind hier nur die Livestreams? Na, egal. Silberne haben wir gemacht. Mhm. Okay, das ist schon mal gut. Was sind die ganzen Streams? Pogo haben wir kein Tausender gemacht? Gott bewahre. Warte mal, haben wir keinen verlorenen Ursprung Tausender gemacht? Hä? Ja, doch, da haben wir doch Giratina 4 oder 5 Mal gezogen.
ist das denn? Lugia. Silberne. Da haben wir Lugia. Ich glaube, verloren haben wir kein Opening gemacht, ne? 1000 Booster. Warum haben wir das denn nicht gemacht? Also wir haben auf jeden Fall Silberne gemacht. Wir haben strahlende Sterne gemacht. Wir haben Drachenwandel gemacht. Haben wir so wenig Tausender gemacht? Nice. Thrilling Rain haben wir sogar auf Englisch gemacht, das weiß ich noch. I'm a rider. Dann haben wir nochmal ein zweites Schwert und Schild gemacht. Wir hatten Kampfstile keins gemacht, weil da hatten wir nicht genug Zeug. Mhm. Farbenschock haben wir gemacht, Flammende Finsternis. Wir haben kein verlorenen Ursprung Tausender Opening gemacht. Dann müssen wir es eigentlich nachholen. Würde ich sagen, oder? Ja. Verlorene und Astralgard, das müssen wir dann machen. Und dann random mit Build- und Battle-Boostern. Und Zenith. Und Zenith. Also Zenith, da bestehe ich drauf. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, I guess. Hier, Coridon EX, let's go. Was denn? Der Generator in Reverse. Ja, da musst du sowieso nochmal durch den ganzen Buch durchgehen. Ja, aber wenn ich schon mal was sehe, dann muss ich... Ja, klar. Krass. Fusionsangriff haben wir auch keins gemacht. Stimmt. Eigentlich bodenlos. Eigentlich. Aber Fusionsangriff können wir auch also, wir nicht mehr machen, glaube ich. Wir nehmen uns jetzt mal hier auf die Liste, dass wir von jedem Karmesin und Purpur-Set ein Tausender machen. Ja, mindestens. Komme, was da wolle. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das zu den Sets nicht gemacht haben. Ich glaube, weil wir alle so komplett durchgestresst waren, dass wir es irgendwie nicht gemacht haben. Warum auch immer. Eieieiei. Ja, egal. Let's go. Dann bestell ich die Build- und Battleboxen. Okay. Oh je, ah ja. Oh Gott, ey. Die werden sich dann auch wieder bei der Faktur denken. So, was bestellen die denn jetzt schon wieder für ein Kram, ey? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Naja. So, Dennis, soll ich gleich mal irgendjemanden holen zum Ablösen? Möchtest du mit jemandem aufmachen? Wünschst du dir jemanden? Ich kann auch jemanden holen. Ich setz mich hier dazu. Ich geh da nicht weg. Kann man machen. Ich bin doch nicht dumm. Du bist nicht dumm? Nee. Dumm. Ach ja, wie du möchtest. Ich hol gleich mal jemanden. Dann hol du gleich mal jemanden. Opa. Oh yes, so. Also Leute, ein paar Tausender stehen noch an. Ich meine, die können wir ja eigentlich mehr oder weniger auch streamen oder so. Oh, Coridon EX ist dabei. Let's go. Sehr schön. So. Ich bin jetzt echt, ich dachte irgendwie, dass wir von verlorenen einen Tausender gemacht haben. Was? Krass. Knattertalks ist dabei. Let's go. Hab ich auch. Knattertalks. Fusionsangriff würde ich halt gerne nochmal machen, aber ich... Wir hatten ja bis vor kurzem gab es noch diese Zweipack-Blister mit Strahlen und Fusion. Da hätte man noch easy einen Tausender draus machen können. Echt jetzt? Ja, jetzt sind die nicht mehr bestellbar. Ja, aber wir hatten safe mehr als 1000 Stück da. Das heißt... Da hätte man machen können. Mhm. Und wir haben theoretisch noch die Eevee-Tin-Boxen. Aber da müssten wir halt für einen Booster eine Tin aufmachen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Das wird ein bisschen over. Schade. Fusionsangriff wundert mich, warum wir das nicht gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind ein bisschen inkonsequent geworden, was das angeht. Absolut. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde es eigentlich nicht so gut. Wir werden alt. Ey, unser erstes Tausender war hier, Kräfte im Einklang. Erinnerst du dich noch dran? Nein, ich bin zu alt geworden. Das war Kräfte im Einklang. Kräfte im Einklang war das krasseste Set. Tausender. ETBs en masse geöffnet damals. Oh, nice. Oh, yes, baby. Let's go. ETBs en masse aufgemacht. Das war ein geiles Set. Das war ein sehr, sehr, sehr geiles Set. Kann ich mich auch dran erinnern. Da hatten wir in dem Set-Zyklus quasi dann unser 4000-Abo-Special, dann, keine Ahnung, eine Woche später 5000-Abo-Special. Das war krass. Das war sehr, sehr krass. Oh, let's go. Gold und Nestball. Sehr schön. Nestball, sehr gut. Er ist ja auch spielstark, ne? Die brauchen wir alle zum Spielen, die Nestball. Sehr gut. Und wir haben hier einen Picknickkorb. Let's go. Wow. Picknickkorb, let's go. Na gut, dann haben wir noch 3000er Openings, die jetzt nochmal hier anstehen. Gardevoir SAR, sehr schön. Was mich hier echt interessieren würde, wird es sich lohnen, die zum Graden zu schicken, mal zu PSA oder so? Würde ich gerne mal machen. So ein paar müssten wir mal einschicken, so just for fun einfach. Oh, nice. Oh yes, da ist der nächste Fragrunz. Wupp, wupp.
Ach ja, herrlich. Also ein paar Tausender stehen auf jeden Fall noch an. So, Epitaph. Auf jeden. Vor allem Astralglanz, eigentlich auch ein underratedes Set, ne? Finde ich. Schöne Trainer Gallery Hits. Ich meine, klar, jetzt Dialga Palkia ist jetzt nicht so crazy. Aber Machomai ist da drin, die sehr, sehr gut ist. Ja, aber da ist der Preis auch irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, nicht so 100% korrekt. Wie meinst du? Ja, ich weiß nicht, da wurde ein bisschen Schindluder getrieben. Wie meinst du? Ja, naja, die Karte wurde ziemlich auch gekauft. Die Machomai? Ja. Ja, gut. Weiß nicht, wo die gerade steht. Ich meine nur, dass die relativ teuer war halt. Ja, aber 90 Euro oder so. 90 bis 100 Euro, das ist viel. Ja, ja, gut, aber es ist eine alternative Artwork-Karte, ne? Aus dem Set, wo super viele Altarts drin waren. Mein Bibo war da noch drin, Sneeboss ist da noch drin. Mhm. Also, da ist schon noch einiges in dem Set drin. Oh, Hirashai, auch ein geiler. Oh, Double Hirashai. Ist dabei, das ist auch schön. Die Adria sind halt wunderschön. Wunderschön. So, ich hole mir jetzt mal hier eins der Ostalinos. Yes. Yes. Mal gucken, wer Bock hat. Sie wollten uns ja nicht unterstützen hier beim Hypen, also ja, ne? Gucken wir mal, wer uns jetzt hier gleich begleiten wird. So, wir haben Knollertalks, die nächsten Holos dabei. Aber ja, generell, Shadenschild ist vorbei. Wir haben es jetzt immer wieder gesagt, Kamezinopopo. Es fühlt sich immer noch ganz, ganz weird an, finde ich. Also ich habe es noch nicht so richtig gecheckt, dass jetzt Schwertenschild vorbei ist. So in meinem Kopf existiert eigentlich bei uns hier bei den Cardbuddies nur Schwertenschild. Kann mich noch dran erinnern, wo wir vor 3 Jahren beim Schwerden-Schild-Release dann waren. Das war ja auch hier in Frankfurt. Da haben wir uns, aber noch mit der ganzen Crew zusammen. Das ist auch so ein Ding, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, dass wir das nochmal machen würden. Also wenn mich einer hört aus der alten Crew, wir müssen mal wieder zu Pre-Releases fahren. So, durch Deutschland. Das wäre sehr, sehr lustig. Ja, das finde ich sehr, sehr schade, dass wir das durch Corona dann irgendwie so ein bisschen verloren haben. Aber das war so der Zeitpunkt vor 3 Jahren, wo wir dann ins erste Büro von uns dann reingegangen sind, das allen gezeigt haben. 60 Quadratmeter und wir alle so gedacht haben, so holy shit, was machen wir mit dem ganzen Platz? Mittlerweile haben wir fast das 10-fache an Platz und wir denken so, eigentlich brauchen wir unbedingt noch mehr Platz. Das ist verrückt. Auch jetzt mit dem Laden. Ich sag's ja immer wieder gerne, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, hier. Gardevoir-Bullard nochmal dabei und eine schöne ja, ihr wisst, was ich meine. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wie gesagt, auch mit dem Laden. Das ist komplett verrückt. Immer wieder die Leute oder euch dann im Laden zu sehen. Das macht sehr, sehr glücklich und ist sehr, sehr schön. Und wir freuen uns da auch über jeden, der dann gerne ja, in den Laden reinkommt und was dazu sagt. Also es ist einfach überwältigend, wie wir es auch vorhin schon mit den Fun-Turnieren gehabt haben. Ne? Ich meine, wir haben damals den Laden aufgemacht ohne Erwartungshaltung. Wir haben gesagt so, ja, wenn der Laden einfach so nebenbei läuft, noch ist okay. Aber der Laden ist halt viel mehr als das geworden. Auch mit den Fun-Turnieren, wir haben gefühlt jede Woche Samstag, also alle 2 Wochen samstags mit den Fun-Turnieren ausgebuchtes Haus. Deswegen, ich sag's immer wieder, es ist wirklich eine Reise wert, bei den Fun-Turnieren mal mitzumachen. Deswegen immer schön die Tickets online kaufen. Ihr könnt ja immer vorbestellen bei Turniere. Und also, ihr gebt in der Suchleiste immer Fun-Turnier ein. Und nochmal Gardevoir Bullard, let's go! Hier sind sie am Start. Sehr nice. Und ja, wie schon gesagt, dass sich das so entwickelt hat, dass sich da so eine ja, Stamm-Community alleine im Laden schon aufgebaut hat in dieser kurzen Zeit, ist halt komplett verrückt und einfach sehr, 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 sehr schön. Oh Mann. Nee, aber es ist wirklich verrückt. Und da sind wir alle sehr, sehr dankbar dafür. Und ich würde euch ehrlich gesagt auch sehr, sehr gerne mehr mit im Laden mitnehmen, was Filmen und so weiter angeht, wo ich eigentlich gedacht habe, wenn wir den Laden haben, wir filmen jetzt jede Woche mal einen Vlog oder so. Das muss irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Das muss noch ein bisschen mehr kommen. Kannst du mir die Flasche Wasser vielleicht da geben? Das wäre sehr, sehr nett. Ich bin dehydriert. Hast du gerade 2 Grad was? Mhm. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Innerhalb kürzester Zeit 2 Grad, wo ich Fuller also ein Playset hat. Haben wir schon? Man spielt nur 2. Achso, perfekt. Ja, dann ist ja sehr, sehr gut. Die ist nur auf die Toy. Ja, das hat sie mir gerade so gezeigt. Oh. Schlimm. Ich glaube, sie wollte es nicht sagen. Ja, auch eine Tür geht auf die Toilette. Nee. Das ist ja verrückt.
Aber was, nur mal so, so ganz kurz, bevor du vom Mikrofon weg bist, ich habe gerade noch mal so über das letzte Jahr Laden geredet. Mhm. Wie krank ist es für dich, was du jetzt aus dem Laden aus, ja, wir machen jetzt den Laden und gucken mal, dass sich der Laden halt wenigstens trägt zu dem geworden ist, was jetzt ist. Was sagst du dazu? Statement? So, es ist halt immer noch irre, weil es einfach so, ich nenne es mal, nicht greifbar ist. Ja. Es ist einfach, wie würde man sagen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wundere mich jeden Samstag eigentlich, weil Samstag ist natürlich immer der Tag, wo es am vollsten ist. Ich wundere mich jedes Mal eigentlich, dass es so ist, wie es ist. So, Raffel und Klippe, nice. Also ich wundere mich jedes Mal, dass der Laden so voll ist, auf eine positive Art und Weise natürlich. Genauso, wie ich es jetzt auch krass finde, wie es mit den anderen TCGs abgeht, ne? Wenn der Friday Night Magic ist, Alter, das ist ja komplett krank. Der Laden ist voll und die Leute chillen bis 4 Uhr morgens. Ja. Die chillen hier mit Marcel, dann machen eine riesen Party gefühlt. Und du denkst dir einfach nur so, Junge, Alter, wir sind im Pokémon-Land, es spielt gerade keiner Pokémon und der Laden ist komplett voll. Das ist so komplett, komplett verrückt. Aber deswegen sehr, sehr, sehr happy. Und ich denke mal, sehr dankbar. So. Und Thüni ist, glaube ich, auch sehr dankbar, weil ihr bezahlt nämlich Thünis Lohn. Ja, quasi bezahlen ja die Leute deinen Lohn. Geil. Ist ja eigentlich so, oder? Oder nicht? Ja, doch. Eigentlich schon. Sit down. So. Hallo Thüni, was geht denn? Hallo. Schön, dass du da bist. Was geht? Darf ich jetzt Booster öffnen? Ja, du darfst Booster öffnen. Geil. Sehr, sehr nice. So, was wurde bis jetzt gezogen, was noch nicht? Wir haben die Mimi SHR schon gezogen, wir haben Miraidon und Coraidon schon einmal gezogen. Und im Stream? Einfach nicht, wir haben alles auch zuerst, wir haben auch zuerst die Team Star-Rüpel gezogen in Full Art, die wir auch im Stream nicht gezogen haben. Doch, die haben wir gezogen. Ja, aber ewig nicht gezogen. Es hat ewig gedauert, bis wir die mal gezogen haben. Wir haben nur die Professorin nicht gezogen und Ach, die haben wir Mimi. Echt die Professorin nicht gezogen? Nee. Okay, das ist krass. Holo raus, ne? Das ist krass. Holos direkt hier hin. Und das sind Resladero und hier Klavion. Die sind nämlich irgendwie gut. Und deswegen will Dennis die rausgelegt haben. Ansonsten, Hüni, wie war der Release für dich? So. Anstrengend. Das war anstrengend, aber es war cool. Also, meiner Meinung nach einer der krassesten Releases. Spaßigsten, anstrengendsten. Einfach irgendwie alles dabei gewesen. Zumal der Stream schon ruhig war. Ich hätte es mir besser vorgestellt, aber... Nee, du meinst krasser. Er war gut. Er war gut. Er war gut. Aber wie gesagt, so, wir hatten schon längere. Er war entspannt. Ja. Er war entspannt. Du willst quasi den Leuten sagen, nächstes Mal wirklich dann 24 Stunden Stream wieder. Ich hätte Bock drauf. Also ich habe mich ja vorbereitet, mental und auch auch seelisch, ja. Also nicht, dass ihr es falsch versteht, ne? Der Stream war trotzdem krass, ne? Ja, also alleine, also, wenn du überlegst, 12 Stunden ist schon sehr, sehr verrückt. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ne? Wir hatten ja gefühlt... Klar. Wir hatten ja gefühlt Paketrekord gehabt, ne? Ja. Also was ihr da wieder rausgehaut habt, das war komplett krank. Also ich habe mich gefreut. Ja. Let's go! Oh, yeah, guck mal, schon wieder die Rüpel. Star-Rüpel, ey. Kannst du keinem erzählen. Hab ich? Ich hab's nicht. Woop, woop. Und oh, yes! Coraidon X! Dennis, kannst du mal gucken, dass die Tür da aufbleibt? Weil sonst checkt immer die Kamera. Jedes Mal, wenn da die Tür aufgerissen wird oder du da rausgehst, dann... Bei Launda. Die hier zum Laden, ja. Das hört man ja nicht, was da am Laden abgeht. Ja, lassen wir die mal auf. Und sonst? Sonst? Meinung? Meinung? Pamu Mamu. Ich finde die Karten sehr schön. Oh ja. Also, oh, ja. Qualität ist, ja, kommt immer drauf an, weil bei manchen Karten, da siehst du so, ja, oben ist halt immer so ein bisschen... Ja. Ist manchmal sowas wie so, ja, was heißt Whitening, aber so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, so, dass hier oben so ein bisschen was nicht abfällt, aber... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was du meinst, ich hab's noch gar nicht gesehen. Echt? Nee. Ich hab das schon öfter gesehen. Bei den Holos ist das öfter eigentlich vertreten, dass er so
Ja, nicht leicht die Farbe ab. Oh, ich habe was. Oh, 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 oh. Oh, yeah, let's go. Nice. Nächste. Ja, das ist, wie gesagt, mir ein bisschen aufgefallen. Aber ansonsten, also, ich liebe die Karten. Ja. Schon vor allem bei den SAR, die, diese Rainbow-Effekt einfach. Guckst du nur bei den Holos die Klavions und, Das habe ich schon mitbekommen, ja. Habe ich sie schon unterwiesen. Arbeitserweisung wurde erteilt. Wenn die damals die Rainbows genau... Oh, yes, baby. Pepper, SAR. ...so gemacht hätten, dann würde ich Rainbows fühlen. Aber dieses... Das, was wir damals hatten, dieser Rainbow-Effekt, war nicht schön. Nee. Das ist für mich Rainbow. Rainbow? Ja. Ja. Oder? Nice. Pepper SR ist auch dabei. Sehr, sehr schön. Kannst du die Waffe zu spielen? Gardevoir. Ja? Oh, Fleckmon. Gardevoir beste. Let's go. Das werde ich auch jetzt am Samstag spielen. Ich weiß gar nicht, was man spielt, aber danke, dass du es mir jetzt gesagt hast. Ich glaube, Sation, ja. Oh, die Antiqua. Jetzt haben wir sie mal. Haben wir die noch nie gezogen, quasi? Nicht im Stream, nein. Wann soll man sie denn dann gezogen haben? Haben wir die irgendwo gezogen? Habt ihr in dem Case Opening gezogen? Antiqua Polat? Ja, eine Antiqua. Oh, okay. Ja, nice. Aber im Stream haben wir aber keine gesehen. Aber nee. Nice. Also Hits sind dabei. Sehr schön. Und hier steht noch ein ziemlich großer Stapel. Und wir haben auch schon einen guten Stapel-Hits, würde ich mal so sagen. Oh, yes, baby, die nächste Miraidon-Egg. Noch eine, oder? Yes. Da liegt schon eine. Geil. Nice, nice. Und nochmal Miraidon im Pack dabei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sind gerade so ungefähr bei einem Drittel vom Opening. Echt? Mhm. Nice. So ungefähr. Pi mal Daumen. Was wollte ich noch sagen? Gute Frage. Mit Guard Automation hat er jetzt gemeint, aber was für eine Station? Ja. Hallo Peño. Also Holo oder IV? Celebration. Ah. Celebration. Ja, oui, oui. Oder aus Zenit. Very good. Kann man auch spielen. Ah. Und Magnezone. Ich hab gehört, Memo gefällt das. Memo likes this. Memo gefällt die. Ja, lass einfach da liegen. Ja, Leute. Boah, aber Dennis, ganz ehrlich, irgendwie jetzt, wo wir so über Tausender verloren und alles gesprochen haben, da habe ich eigentlich jetzt richtig Bock, nochmal Giratina und so zu haben. Siehst du das? Da? Ah, ja. Genau das meine ich. Meint ihr diese Ecken da manchmal an den Karten? Ja. Ja. Ja, deswegen, ich weiß nicht. Ärgerlich, wenn du für eine Karte zählst. Ja. Mhm. Wobei ich es bei den Banger-Hits jetzt noch gar nicht so wirklich gesehen habe. Jetzt nur auf den Holos. Aua. Aber... Unabhängig davon. Wunderschöne Karte. Wunderschöne Karte. Ich muss das Spiel und mal noch weiterspielen. Das ist übrigens auch mal so random. Ich auch. Aus Gold und. Nestbar. Yeah. Spielbar, Leute. Und klar. Spiel stark. Achso. Ja. Spielbar darf man nicht sagen. Das wurde mir auch eingetrichtert. Ja, theoretisch ist alles spielbar. Ja, der Richter ist auch gut. Bojelin ist auch spielbar. Ja. Aktuell. Wenn Spiel stark ist. Das ist eine andere Sache. Ja, wir wissen's. Ach ja. Nee, aber die neue Gen ist schon geil. Vor allem, ich habe Dennis jetzt auch gefragt, was sind so deine Wünsche für den Zyklus jetzt? So, was wünschst du dir an Kartentypes? EX, Terra, Crystal, Triple, XY oder so? Oder was wünschst du dir? Was brauchst du? Mhm. Was willst du haben? Also, es wurde ja schon angeteasert, dass es ein Dark-Type Glurak geben soll. Mhm. Ich bin gespannt, weil so diese auch generell das Umsetzen, also heißt es dann, dass das Glurak auch einen Unlichttypen hat. Müsste ja dann theoretisch. So Terrakristallmäßig. Ich bin dann halt gespannt. Who knows? Ist das etwa noch ein Netzball? Ja. Geil, ne? Und hier ist der Jim in Bullard. Auch der erste jetzt hier. Was sagst du zum Dark-Type Glurak? Der gute Jim. Was für Reese? Nö, aber also angekündigt. Ja, finde ich ganz cool. Bin halt gespannt, wie man das halt spielt. Also ganz normal einfach wahrscheinlich, ne? So. Ja, wahrscheinlich. Könnte halt sein, ne? Nee, es ist Dark. Und Mopex. Darkside. Heißt doch Dark, denn. Weil den Drachentypen haben wir ja jetzt wieder verloren. Oder es ist einfach noch kein Drachen-Pokémon rausgekommen jetzt. Achso, okay. Schauen wir mal. Warte mal. Und, yes. Oh, schön. Akani, Terra. Was hatten die Legis für Typen?
Als zwei Typ war Drache, aber der erste war anders, okay. Gut. Ach, pass auf, die meinen, dass hier mit glänzendes. Hier, Ultra Prisma und grauner Lichtfinsternis. Die kommen einfach im nächsten Set mit genau demselben Artwork mit Drachentype. Ach ja. Oh Gott. Ja, egal, Palkia, ne? Ich das fand war, das nicht war wild. Schlecht, aber ja. Es war halt so ein bisschen, can I copy your homework oder so, ne? Ja, es yes, but sollte don't eigentlich nicht im nächsten Set sein. Ja, so in voran, darauf und nachfolgenden Sets ja. Denken, so, ich habe ein Déjà-vu. Ich glaube, das ist, ich habe das schon einmal gesehen. Aber die Prisma-Karten fand ich toll. Ja, die Prisma waren geil. Die Prisma waren sehr, sehr geil. Die hätte ich gern nochmal. Hier ist ein Banger. Oha, Dennis sagt, da ist ein Banger drin, dann hoffen wir mal, dass es stimmt. Dann hoffen wir mal, dass das stimmt. Achso, warte. Oh ja. Oh ja. Okay. At least he tried, at least he tried. Warte, ich versuch. Sag mal, Dennis, gibt's eigentlich irgendwie einen Meme-Deck mit hier den... Oder einen so, das ein Random-Deck mit hier, wo ist das? Der Schmetterhammer? Ein Troll-Deck? Schade. Echt? Das war schlechter. Toll. Es gab im XY-Zyklus irgendeine Karte. Ich glaube, war das Skoppel oder so? Du hast auch, es gab auf jeden Fall irgendein so ein Low-Budget-Deck, wo du mit Skoppel, war das glaube ich, immer eine Karte vom gegnerischen Deck auf den Ablagestapel legen konnte. Und dann hast du irgendwie 20.000 Schmetterhammer gespielt und hast damit dann einfach den Gegner abgefuckt. Das war ein sehr lustiges Deck. Wann den Schmetterhammer überhaupt? Spielt man Schmetterhammer überhaupt? Generell? Wie meinst du denn? Okay. Was macht der nochmal? Bei Kopf kannst du eine Energie vom gegnerischen Pokémon halt weghauen. Was halt gar nicht mal so schlecht ist eigentlich. Oh yeah, sehr wohl. Sehr wohl. So. Oh, Reidung. Dennis, willst du jemanden bringen? Für mich? Wir hätten eigentlich ankreuzen sollen. Oh, nochmal Nestball. Woo! Magnezone. Alles ziehen oder nicht. Ziehen wir hier alles oder nicht? Dumm. Das ist die Frage. Sieht man beim Recap-Video. Ach stimmt. Natürlich wird es ja ein Recap geben, ja. True. Also wer das wissen will, der muss sich noch ein Video angucken. Muss. Ist clever gemacht, ne? Ja. Und? Für die Leute, die es selber dann sich ankreuzen. Ja, also. Die können... Oh, oder Chen sitzt gerade in der Regie und guckt das Video und kreuzt an. Oder so. Yeah, Miraidon nochmal hier. Ja, sehr, sehr geil. So ja, Mann. Die hatte ich mit der Mimi, glaube ich, im Pack. Echt? Deine Mimi Full Art und Mimi oh. SAR. Oh! Mimi, sehr schön. Da ist auch doch die Mimi. Let's go. Sehr schön. Wir brauchen mehr Mimis, Tüni. Wir brauchen mehr Mimis. Ja, ich finde, also die Mimis sind echt schön. Sehr wohl. Aber apropos. Die im nächsten Set. Mhm. Was sagst du zu der? So der Enigma. Oh, Cosima erstmal hier SAR rausgezogen. Sehr, sehr nice. Ich glaub, auch ein schönes Artwork. Arcani, oder? Yes. Sehr geil. Schönes Artwork. Die SARs sind wirklich super, super schön. Und endlich haben wir mal mit den Trainerkarten einen anständigen zweiten Type und nicht die Rainbow. Weil ja. Die Rainbow waren ja wirklich einfach nur komplett lame und komplett einfallslos und einfach nur wack und einfach nur geil, dass die SARs da sind. Danke. So, das wollte ich sagen. Ich finde die einfach echt schön. Aber das ist halt so eine Sache, was wollte ich jetzt sagen? Es gibt immer noch Trainer, die wir nicht haben. Die noch keine Full Art bekommen. Ja gut, wir sind ja jetzt am Anfang vom Schwertenschild, vom Kamesinupopo. Aber generell, weil, keine Ahnung, wann kam Full Art raus? Zu Schwarz-Weiß. Genau. Ja. Also Chill-Tüni, da kommen noch. Ich will eine Lucia Full Art haben. Achso, ja, das hätte ich auch gerne. Ja, was meinst du noch ganz kurz hier mit, oh yes, Gardevoir, mit den SIRs jetzt vom neuen Set, die jetzt in Japan rauskommen, die noch nicht genau, rauskommen. So, du kannst gleich Karin. Wie gefallen die dir? Hast du dir schon angeguckt? Ich habe sie so halb im Kopf. Mhm. Sind ganz schön. Ich finde sie aber ehrlich gesagt ein bisschen overhyped. Oh, Sonderbonbon. Weil die Kartenpreise, oh, das ist sehr gut, da freut sich Dennis wieder. Weil die Kartenpreise sind ja sowas von jenseits von gut und böse. Ja gut, die SAR zum Beispiel von der Enigmara, also, die kennt man noch nicht und die ist schon bei... Ja, das ist komplett bescheuert. Ja. Also was da in Japan abgeht, finde ich nicht geil. Nee. Kann man auch nicht so richtig unterstützen, deswegen haben wir Triple B zum Beispiel nicht gekauft. Oh, Riesensun. Polar, sehr nice. Und, oh,
Raidon. Deswegen haben wir Trivial Beat zum Beispiel nicht gekauft. Vom neuen Set werden wir zum Release auch nichts kaufen, weil die Preise da also komplett bescheuert. Geht ja? Pussi. Mach's gut, ciao, ciao. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte, wo ich im gesprochen habe. Weißt du, hier so Stammzuschauer im Laden, sagt man nochmal kurz, tschüss, das ist geil. Ich liebe das. Hier Riolo auch ein sehr schönes Artwork. Was uns auch lange gefehlt hat. Was? Riolo? Ja, ah, habt ihr die auch gezogen? Die haben wir auch gezogen, aber die Sache ist halt, Leute im Stream haben gemeint, dass die schon gezogen wurde, aber irgendwie auch unsicher waren, ob die gezogen wurde. Und dann haben wir einfach gewartet, bis wir sie ziehen. Und dann hatten wir sie auch mal endlich. Ja, sehr gut. So, Karin. Hast du Bock? Und hier Rasche. Ich würde meinen Staffelstab. Ich mach noch 3 Booster auf. 3 Booster mache ich noch auf und dann. Also ich mach das noch auf und dann noch 3. Karin ist schon mit dem Hufen hier am. Übrigens, nur ganz kurz. Was haltet ihr von Zenit-Tausender? Ja. Haben wir nicht gemacht? Ja. Verlorene haben wir nicht gemacht, Tausender? Und Astragens haben wir auch kein Tausender gemacht. Aber dann bitte alles in einem Video. Nee. Zenit, und? Ja. Verlorener wäre auch geil. Obwohl Astral halt auch, ne? Mistis und Cynthias. Und wisst ihr, was das Geile ist? Wir können ja keine Displays mehr davon nehmen. Wir kriegen noch Build und Battle Stadium Boxen nachbestellt. Oh, ja. Also Tausender aus Build und Battle Stadium wäre schon lustig. Wäre halt komplett random, die Pull Rate. Wäre halt witzig. Nee, das gehen wir dann Marsch, dann kann der das machen. So, oh, bei Londa. Braguns. So, mein erstmal letztes Booster hier. Wir gehen rein. Tüni, was? Das ist Marsch? Achso. Dort, Tüni. Sehe ich noch was? Nö. Nein. Klippe. Eigentlich müsste Anni jetzt kommen wegen Klippe. Klippe. Muss ich jetzt mitbringen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Karin macht weiter. Und ich guck mir das Ganze jetzt hier mal an, was die jetzt hier so fabriziert und zaubert, ne? Zaubere jetzt was Gutes. Let's go. Willkommen bei Uri Geller. Willkommen. Jetzt darf man das ja sagen. Ja, du musst hier Resadero und Klavier und da drauflegen und die Holos da. Ach so, weil die spielbar sind. Genau. Wie stark. Ja, spielbar. Schau mal mit dem Pegel jetzt auf. Ja, ja. Ich bin nicht laut. Klippe. Ah, so, fliegender Wechsel. Hallo Leute. Ist jetzt geflogen? Oh, raus mit dir. Raus. Ich habe schon gehört, da liegt so eine Mimi irgendwo unten. Ja. Geil. Oh, finde ich super. Erstmal mitten in die Eier. Okay. Eier, wir brauchen Eier. Ja. Geil. Oh, die schöne. Die ist echt wunderbar. Ist immer noch die teuerste Karte im Set, ne? Oder? Mit Miraidon. Mit Miraidon. Am Teilen, ja. Guck mal, oh, wieso liegt da eine Klippe? Ich dachte, ach so, wow, guck mal. Klippe. Welches von diesen ganzen Meme-Pokémon findest du am besten? Was ist denn alles ein Meme? Naja, ich würde sagen, sowas, was man nicht wirklich ernst nehmen kann, wie Klibbe oder Schlickda. Ich finde Schlickda cool. Ja? Aber ich finde aber. Also, heißt, oder heißt, meinst du Schlickda oder Schlickdri? Beide. Ich mag die AR. Ja, die ist süß, aber ich hoffe, dass Schlickdri halt keine AR bekommt, weil die finde ich echt. Also, Schlickdri finde ich gruselig. Imagine, dann machst du ein Display auf und dann hast du dann einfach ein Gold-Item, was du halt nicht benutzt. Oh, ich habe, glaube ich, hier was und das ist ein Eisenrad. Und dann hast du dann so ein Item und einfach Schlickdri SAR und dann sitzt du da. It's fine. Ich will immer zu diesem Bulkstapel greifen. Keine Ahnung. Ich finde das eigentlich nicht so schlecht. Die Sache ist ja, ich weiß ja gar nicht mal, du weißt ja den Delfin, ne? Normifin. Und da genau. Delfinator. Genau, ich weiß nicht, wie die aussieht. Wie, du weißt nicht, wie das aussieht? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß nur, wie die erste Stufe ist, aber die zweite. Oh mein Gott, du kennst die zweite nicht. Nein. Oh nein, ich hoffe, dass dann das irgendwie eine SAR bekommt und dann ziehst du. Ich bin ja schon, ich freue mich ja schon auf die Gran Forgita. Oh ja! Ja, die sieht echt süß aus, ne? Wie es dann halt so rumspaziert dann mit diesen. Ich habe halt geguckt, die Person, die. Oh, Plagman. Wo das gezeichnet hat. Ja. Der Artstyle gefällt mir, weil ich habe mir die paar Karten, die die Person. Haben wir die uns schon angeguckt oder? Nein. Person zeichnet auch erst seit wann war das auch? Seit Vivid. Ah, ja, gar nicht mal so lange, ne? Und zwar
Kennst du dieses eine Vulnona-Artwork? Oh, aus Vivid? Nicht aus Vivid. Hm. Ja. Wo, wie das Ponita aussieht mit einem Sonnenuntergang irgendwie. Also, so, also nicht Sonnenuntergang, sondern so. Ich habe ein Vulnona im Kopf, aber das liegt auf einer Wiese. Beziehungsweise ist es halt so ein hellgrüner Wald oder was auch immer. Ja, ich glaube. Ja, ist es das? Ja, ich glaube, das ist das. Von der Person. Okay. Und die ja, Person so ganz zeichnet hoch. Halt auch. Das ist noch. Auch so ein sehr, sehr softer. Ja. Softer. Soft. Ja. Ja, aber müsste ich mir mal angucken. Also das Vulnona-Artwork, also wenn du. Oh, Pamomamo. Wenn du das meinst, dann weiß ich so zumindest grob den Stil. Ich glaube sogar, das Ponita ist auch, glaube ich, von der Person. Aber wo das Ponita haben wir uns doch angeguckt. Da, wo es im See. Genau. Oder am See, oder am Fluss. Ja, 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 das ist aber dann nicht von ihr. Nee, dann ist das nicht von mir. Oder von ihm. Oder was, ja. Ja. Was auch immer. Wir gendern einfach. Ach, sehr cool. Ja, also es gibt halt extrem schöne Artworks und ich finde es auch super, dass die Karten, weil ich meine, sowas wie Magic oder Yu-Gi-Oh! Und so weiter, die haben allgemein... Zwei Bonbons. Nom. Oh. Die haben allgemein oh, Gym. Was war zum Gym? Gym? Let's go to the gym? Gym? Mann, ich unterbreche mich die ganze Zeit selbst, ey. Die haben immer so richtig coole Artworks. Und ich finde, bei Pokémon ist aber irgendwie so ein Stückchen besser, dass du halt so unterschiedliche Sachen hast. Also die dann eigentlich komplett anders aussehen, wie beispielsweise dieses eine Fleckmon, die AR. Mhm. Ne, die hattest du ja hier irgendwo. Mhm. Ich meine, das könntest du nicht vergleichen mit beispielsweise dem hier oder so. Dass du dann sagst, so, oh, das ist halt... Ja, das finde ich halt bei Pokémon besser, dass halt generell die Hintergründe viel anders da gemacht sind als... Hast du gerade anders da gesagt? Ja. Okay. Warum? Anders da ist halt so ein Ding, da werde ich halt nie dahinter kommen. Das ist genauso wie einzigste. Ach so. Ah, okay. Das ist wieder so ein Michi-Ding. Nicht wie so Viertel nach oder was auch immer. Nee. Was sagt denn? Dreiviertel elf oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist eher so ein regionales Ding. Und ich glaube, hier sagt man so anders da. Das ist anders da. Das habe ich noch nie gehört. Das ist aber im Ruhrgebiet. Aber das ist so wie, ist das wenn man dann irgendwie, ich weiß nicht, wo das ist, wenn man dann so eine Bestätigung braucht, dann sagt man gär. Gär? So. Gär. Ja. Ja, aber das ist auch so ein... Ja. Ja, regional, das sind ja. So Dialekte. Das ist genauso, wie als ich einmal gesagt habe, ich habe Knast. Und die so, hä? Ja. Knast? Ja, ich habe Knast, das heißt, ich habe Hunger. Wow. Aber dann nicht lustig machen über das Wort, was ich da... Anders da gesagt habe? Ja, nee, Ding, verschammerieren. Ja, hä? Aber das klingt halt schon so lustig. Das klingt halt so, als hättest du Leute, in die Kommentare, wer das Wort verschammerieren kennt. Oder verschammeriert. Also, ja, wird es halt schon safe einige geben, wenn das ja auch so regional ist. So dreckig, weil wir Spaß am Leben haben. Du Schamtamaria. Verschammerierend. Auch so fest. Weil dir einer Snape. Oh, jo. Und dann mit dem Auge dann halt... Als sie die Prüfung schreiben sollten und nur gequatscht haben mit dem, wen nimmst du mit zum Tanzen? Oh, Herr Raschein. Ich glaube, es war im vierten Teil. Oh. Feuerkelch. Feuerkelch? Ja. Oh, Hahn. 1,18er. Jetzt erstmal öffnen. 18er Displays. Come Let's go. Let's go. Wupp, wupp. Nice. Hast du was gezogen? Ein Sonderbonbon Gold. Wisst ihr, was ich vorhin gesagt habe zu Marsch? Okay. Was gönnt besser? Ein Case 36er oder ein Case 18er? Das wäre krass. Ich habe auch schon gesagt, eigentlich hätten wir auch 18er nehmen können fürs Tausende. Ja. Wäre wild gewesen. Oh. Nur noch eins machen. Aber so ein Vergleichsvideo wäre ganz lustig. Ja. Was besser, ein Tausender auf 36er? Oh Gott, nein. Also nicht noch ein Tausender. Tausender Teil 2. Na. Na, wieso nicht? Staple Cards zum Shop. Ja. Ja gut, aber wir haben ja schon extrem viele. Und ich meine, so viel neue Spielbare ist ja jetzt nicht drin. Ne? Was macht der Panzer? Der Panzer? Der Steinbrustpanzer?
Das ist dein Brust. Die Kampf-Pokémon, auf diese Karte angegriffen werden durch Attacken von Pokémon, dann als Gleichstandspunkt mediert. Was mit Dennis? Hast du das Deck gesehen mit Koraido und Hisui Akani? Guckst du dir an? Das, ist das gut oder? Das sieht so gut aus, dass man es eventuell gut spielen könnte. Beziehungsweise es sieht halt nach Spaß aus, weil dann spielst du das mit dem Hisui Akani aus Astral, glaube ich. Wie? Ja. Ne? Und mit der Fähigkeit von dem Hisui Akani kannst du beliebig oft Energien hin und her switchen. Und mit Koraidon holst du dir erstmal alle Energien. Dann ist zwar dein Zug zu Ende, aber dann hast du ja schon mal 3 auf Koraidon, spielst dann Hisui Akani, machst die Fähigkeit und dann tup, alles drauf. Steinbrustplatte drauf. Dann spielst du diesen komischen See. Also das sieht halt schon ganz lustig aus. Hab's vorhin... Oh, ne. Hab schon mal gezogen. Ja, come on, Eisenrad ist halt so ein weirdes Paradox-Pokémon. Das ist sehr paradox und komplex. Frage. Warte ab, bis die ganzen Dinge kommen hier. Pummelow. Ich will unbedingt Flutterhaar spielen. Das dritte japanische Set. Nee, vierte. Das ist ja schon angekündigt worden. Mit Eisenkrieger und Mondstadt. Nee, wie heißt das? Roaring Moon? Nee, wie heißt das Ding? Wieder Jim. Ey, sag mal. Ja, Sichel da. Die. Ja, Mondsichel. Mondsichel, ja. Nee, ja. Donnersichel. Spielen Sie die ja. warte mal, wie heißt... Also ich kann auch ein bisschen ransuchen auch, ne? Ja, ist okay, glaube ich. Was sagtest du? Ja, aber du hast jetzt gesagt, das Brutalanda, ne? Ja, Brutalanda und Galagladi. Oder Gardevoir. Ach, stimmt, Brutalanda war ja bei uns, ne? Also kam Garlet. Mhm. Stimmt. Ja, und so wird dann das nächste Set, also um die 2 gebaut werden wollen, müssen, könnten. Oh, meine neue Kiste. Ich freue mich schon auf die neuen Terras. Oh, noch Miraido. Oh. Sehr schön. Ich hoffe, dass wir Karten bekommen, wo die Pokémon nicht denselben Terra-Typen als Typ haben. Also ja. Akani mit Feuer. Korak. Ach, ist das jetzt confirmed mit dem Unlicht? Safe. Wenn das schon überall. Ich, so lustigerweise, wurde. Ich hab's nirgendwo gelesen. Echt? Nee. Deswegen. Weil du nicht lesen kannst oder weil du sehen kannst. Weil ich nicht lesen kann. Also, das ist Anis Pack. Ja. Aber ich hab's noch nicht wirklich auch irgendwie auf Pokebeach oder sowas gelesen. Die News kam nicht, die sickerte nicht zu mir durch. Let's go to the beach. Let's go to the beach. Eat! Da haben wir mal gearbeitet. Mann, aber ich brauche Urlaub, deswegen bin ich immer auf Was Beach. Was ist das? Oh Gott, da muss ich halt an dein Video, also dein, nicht dein Video, sondern deine Szene denken. Hab ich deine Urlaub gehört? Ja, Urlaub. Abgelehnt. Okay, sorry. Dennis, erst so, weniger arbeiten, mehr Urlaub. Tüni, was willst du denn? Mehr arbeiten. Weniger schlafen, mehr hasseln. Was war das denn jetzt? Salt Bay, oder was? Da war Fusel. Also, ein Fusel? Fusel ein Fusel. Tüni, nicht bei der Arbeit. Plastik. Oh, ich habe hier ein Gold. Was ist das hier? Ein Energie. Eine Basis. Eine Basisenergie. Energie. Basiskampfenergie. Energie von Seitenbacher. Ja, guck mal, wie oft Energie auf der Karte steht. Basisenergie. Energie. Basis. Kampfenergie. Energie. 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 Rückseite, Energie. Pokémon. Naja, man darf es halt nicht verwechseln, ne? Steht das auf den Dingens auch? Ja. Das ist jetzt. Ach du Scheiße. Ja, das war das Erste, was mir so aufgefallen ist. Ich so, wie oft wollen Sie es noch schreiben, Pokémon Company? So, ja. Drei. Ja, also manche Entscheidungen werde ich nie. Oh. So will ich jetzt. Ja, gell? Okay. Im Bett schlafen. Aber das ist eine Couch und ich glaube, danach geht es dir gar nicht mal so gut, weil dein Nacken dann einfach komplett im Po ist. Also jetzt nicht wortwörtlich, sondern dann, du hast dann so Nackenschmerzen. Wenn es ein gemütliches Sofa ist. Ja, gut. Oder ein gemütliches XXL. Schleichwerbung. Wie heißt es nochmal? Warte mal, wie hieß das nochmal? Relaxo, genau. Plüsch. Wie oft sehe ich denn dieses Schwein? Mann. Da muss ich jetzt sofort wieder an Dennis mit seiner Farm. Oh,
Farm will. Farm will, ja. Auch Schleichwerbung. Ja. Okay. Ja, gut. Pokémon auch Schleichwerbung. Was ja. öffnen wir hier? Ja, Packs auf einem Schreibtisch von einem. Was für ein Monitor? Samsung-Monitor. Samsung? Samsung. Hm? Kannst du dich noch erinnern, was Samsung heißt? Ich hab's dir mal gesagt, dass es ja eine koreanische Firma ist. Ja, aber hast du mir gesagt, was es heißt? Aha. Ich glaube, dreifacher Stern oder sowas. Oder nee, das ist nein, das hast du. Doch. Da waren wir in der Stadt. Echt? Hm? Wir waren in der Stadt? Geh weg, ey. Geh mischen. War das an dem Tag, wo wir Bubble Tea trinken waren? Nee, warte. Tüni. Stadt. Wann waren wir nochmal in der Stadt? Ja, war das ja, jetzt vor keine paar Ahnung, Tagen? Das weiß ich halt gar nicht, Mann. Ja, das war vor ein paar Tagen, aber also, dass wir in der Stadt waren, aber ich hab's dir dann irgendwie schon vor ein paar Wochen. Oh, leerer Scheiß. Oh. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Ich hab Schrumpfhirn. Das Lustige ist halt, du sagst, als wir in eine Stadt fahren, wo wir Bubble Tea getrunken haben. Ist ja nicht so, dass wir, wenn wir jetzt mal in die Stadt gehen, Bubble Tea trinken? Ja. Zumal wir nicht oft in der Stadt sind. Ja. Also ist ja immer so umständlich dorthin, weißt du? Dann das Wetter spielt nicht mit. Ja. Regen. Ja, Regen, oh, dies, das, Ananas. Oh, jetzt Ananas. Boah. Vielleicht, oh, ja, Mann. Ja, das wär gut. Hawaii-Döner. Hawaii Döner. Habe ich immer noch nicht gegessen, ja, ey, muss ich machen. Wir müssen Ananas mit Thunfisch. Haben. Geil. Ja. Mm. Doch. Und Jalapeno. Ja, ich mag ja keinen Thunfisch. Okay, ja, gut, dann ist es okay. Aber Hawaii-Döner war schon insane, ne? Ja. Dann müssen wir wieder zu der Dönerbude, wo Dennis früher gewohnt hat. Die Sache ist, haben die Hähnchenfleisch? Wahrscheinlich. Weißt du doch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat nicht jeder Dönermann Hähnchenfleisch? Nein. Wie nein? Dann haben die nur Kalb und Lamm, oder was? Nur in Jelsenkirchen. Mhm. Was willst du denn? Hallo, Hähnchendöner ist auch geil. Ich glaube, das Thema hatten wir sogar, als wir bei dir waren. Ja. Stimmt. Und wie günstig die Pizzen waren. Ja, das war schön. Die günstigen Pizzen. Weißt du, da bekommst du eine große, so eine 32 cm für 7 Euro. Mit extra Belag. Ja, und hier. Oh, kriegt man so. Wir kriegen unsere Veggie mit Artischocken für fast 17 Euro. Oh, ich habe, glaube ich, eine Holo reingepackt jetzt in den Bulk. Schande. Gott, ist ja nicht so, dass es eh sortiert wird. Ja, egal. Hier fliegt alles rum. Oh, Knattertoxi. Hier, guck mal, dein Auto. Brumm, hier, nimm. Deiner. Fahr weg. Ich glaube, der hat einen Motorschaden. Nee, bitte nicht, das wäre nicht gut. Ja, oh. Lieber Motorschaden als Dachschaden. Das ist aber oder? Ganz nett. Ja, das sind war nett. Ich glaube, lieber Dachschaden. Ja, lieber Dachschaden. Ich glaube, der Motor ist teuer. Okay, Costa Quanta. Teuer. Nee, so Motorschaden wäre halt echt teuer. Also. Ich benutze die ganze Motorschaden. Ja. Aber wenn dein Haus einen Dachschaden hat, ich glaube, das ist teurer, oder? Ist egal. Das ja, aber dann, wenn du kein eigenes Haus hast, das dann, ist was anderes. Wenn man kein eigenes Haus hat, kann man keinen eigenen Dachschaden haben. Richtig. Sei einfach Mietnomade. Lifehacks. Ja, gar kein Problem. Oder wohnen nicht auf dem Dach. Oder wohnen gar nicht in einem Haus, sondern wohnen unter der Brücke. Wie wär's, wenn man einfach in einem Loft wohnt, wo gar kein richtiger Dach, wo es keinen richtigen Dach gibt? Ja, könnte man auch machen. Mann, ich will mal jetzt was Cooles hier ziehen. Weil Häuser haben ja so. Nee, die haben auch manchmal so. Ja, aber das ist ja gut. Mal so, mal so. Weil so entsteht weniger Schaden als so. Ich habe gerade auch 3 Gehirnzellen jetzt verloren. Jetzt habe ich auch einen Dachschaden. Ich hoffe, die Leute haben Spaß. Kühni einfach so, mein Hund, der hat 3 Ecken. Mein Hund. Oh, schön, ey. Oder warst du beim Pizza Hut? Guck mal, wieder Schleichwerbung, ne? McDonald's. M steht für Mini und W steht für Bambo. Schön. Gut, dass wir jetzt mittlerweile 10 Marken aufgezählt haben. Und du musst dann immer so ein Delfin dann da Ding machen. Darf man das überhaupt noch? Was? Delfine einbauen oder was? Ja. Hä, wieso denn nicht? So als Pieps halt. Yeah.
Ja? Wieso sollte ich jetzt nicht erlaubt sein, einen Delfin-Sound in meine Videos einzubauen, meine Videos, in meine Editionen reinzubauen? Weiß nicht. Ja, also. Wie ist es, Martin? Ich meine, Delfine sind jetzt nicht urheberrechtlich geschützt oder so. Nicht? Nein, die sind ja gar nicht mal artengeschützt. Nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt genug Delfine. Okay. Ich glaube schon. Sind Delfine vom Aussterben bedroht? Sind das nicht eher Orcas oder so? Ja, aber man darf ja Delfine zum Beispiel beim Fangen halt nicht... Fangen? Ja. Naja, weil die ja auch eigentlich nicht gefangen werden sollen, oder nicht? Also wahrscheinlich gibt es irgendwelche Delfinarten, die irgendwie geschützt sind oder sowas. Pinke Delfine? Ja. Ui. Aber das sind, glaube ich, Süßwasser-Delfine. Die sind irgendwo im Amazonas in einem Fluss, meine ich. Ach, weil die... Ach, es ist genau dasselbe wie Flamingos? Ich glaube, ja. Ich glaube... Oh, nice. Jetzt mein dritter Gym. Let's go to gym. Let's go to the beach. Ja, der war schon im Gym, so wie der aussieht. Wobei, das bin ich jeden Morgen. Vom PC. Ja, genau. So. Oh, Zeit zum Videokarten. Oh, und dann guckst du so auf die Uhr. Oh, ich muss arbeiten. Um 17 Uhr. So. Ich tue die Holo-Stream. Ja, du bist viel zu sehr im Stream-Modus, glaube ich. Ne? Weil im Stream siehst du auch die Holos, ja, ne? Ja. Das macht Spaß. Holos zu streamen. Ja. Rona. Oh. Auch eine Karte, die Dennis sehr mag. Ja, besonders im Japanischen. Ja, warum Japanischen? Ja, weil Japanische uns verfolgt. Echt? Japanische Rona. Habt ihr Japanisch geöffnet? Ja, ich hatte ein Display, Rona. Oh. Er hatte mir sich mal ein Display geholt, Rona. Wow. Und die hat immer den Spot weggenommen. Wir ziehen und dann denken wir so, oh. Und ihr habt dann nichts anderes noch gezogen? Nur die? Ja, im Japanischen ist ja immer nur ein Full-Art-Hit drin, ne? Oder beziehungsweise... Ja, du kannst noch eine zweite haben. Ja, aber wie wahrscheinlich ist es? Also bei uns war es halt relativ unwahrscheinlich. Anscheinend, ja. Anscheinend waren wir einfach nur scheiße schlecht. Ja, ihr habt einfach die falschen Displays genommen. Ach so. Und deswegen habt ihr die besseren bekommen. True. Das habe ich schon öfters mal erlebt. Außer die Leute, die sagen, ich hätte gerne Rona auf Japanisch. Ja, wer hätte sie denn gerne nicht? Ich meine... Ja gut, es hätte auch eine Mimi sein können. Ach so. Tut mir leid. Oh, ich bin so ein... Oh, Schwein. Also, bei uns. Was auch cool wäre... Famibs S.A.R. Kommt doch. Hä? Nein, du hast ihn nicht gesehen, die Art Rare? Ach, Art Rare, nee, ich meine, so. Wenn davon eine S.A.R. gibt. Ah, okay, aber... Obwohl, die Art Rare, habe ich die gesehen? Ja, bestimmt. Ich suche dir die gleich raus. Wobei, ich kann sie dir sofort finden. Warte, Normie finden. Gott, das Essen, was kommt, das Bubble-Tier. Ja, guck mal. Oh, ich habe die noch nicht gesehen. Oh, ist die süß. Ja, ne? Die ist echt putzig. Maushold. Maushold. Sie ist echt süß. Guck mal, der kleine Hut. Das erinnert mich so ein bisschen an, Koraidon, die zweite. An Koraidon erinnert sich das? Oh, schön. An Skuntangs Altart. Ja, Die Kleinen da, so mit den Bären aus und so. Aus Verlorener. Ja. mein Kopf war gerade so, strahlende Sterne. Ah, nee, warte. Kramschiff war das. Kramschiff, ja. Wobei, ich muss mir noch die japanische kaufen, weil... Japanische Kramsche? Japanisches Skuntank. Skuntank, ja. Mhm. Weil Schrift und so. Damit man die... Ach so, ja! Die kleinen Skunkapus sieht. Ja, ganz ehrlich, das macht das halt so oft kaputt. Mhm. Ich glaube, die allererste Karte, die ist aber auch richtig... bei Kramschef eigentlich. Da ist auch die japanische besser. Ja, ist halt aber oft so. Ich meine, glaube ich, die erste Karte, die wirklich so viel Text hatte, war... Alola Kokowai mit Bouts, Tag Team. Da war auch so viel Text drauf, das war so ein halber Roman. Mhm. Und dann hattest du von so einer Karte wirklich, also von einer normalen GX-Karte, so viel Platz und alles hier war mit Text. Alles vollgekleistert. Dann hast du mir auch so, ja, guten Morgen. Die Sache ist, als ich die Altart das erste Mal gesehen habe, oder war das die Altart, wo das Bouts dann an dem Kokowai so... Ja. Ja, ich habe das Bouts erstmal nicht erkannt. Ja, wobei das eigentlich schon ganz lustig ist. Ja, ich finde, die Karte an sich ist richtig süß. Ja. Nur habe ich das halt nicht erkannt. So, ja. Auf die Schnelle. Wo war das? Bunt? Ja, ich glaube schon.
bunte Gleichgesinnten. Das kann sein. Welche? Oh, Tatsache. Unified Boys. Schnell mal aufreißen. In Tausendern fällt nicht auf. Wahrscheinlich nicht. Nee. Obwohl, wenn es weg ist, ja. Und ja. Hier da liegen, ja. Ja, dann räumen wir die halt ganz schnell weg. Dann machen wir das wie bei einem Mord. Einfach keine Spuren hinterlassen. Weiß ich nicht, weil ich hab noch keinen Mord. Wie, du hast doch nie jemanden. Nee, also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bring's dir bei. Ah. Interessant. Aber warte mal. Ja. Hm. Du hast auch nicht mehr drauf geachtet, nee. Ne? Ich dachte also doch, aber irgendwie bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ja, ich meine, wir werden das eh alles sortieren. Kann sein, dass ich auf dem Reverse-Slot gesehen habe. Oh, warte, die Reverse ist auch aufnehmen? Nein. Okay. Nur die Dinge. Oh. Deswegen meine ich ja, kann Fleck, sein, dass Mon. Das in meinem Kopf geblieben ist. Und deswegen ich so denke, hast du doch nicht keinen Dachschein? Oh Mann, ey. Witzig. Schön, Tini, schön. Genau. Wo waren wir jetzt eigentlich? Kennen wir jetzt eigentlich alle SARs aus dem neuesten Set? Das kann doch nicht wahr sein, so schon wieder? Komm. Und Ulithena. Neue SARs, alle, könnte sein. Also, wir kennen den Papagei, wir kennen... Welchen Papagei? Ach so, ja, ja. Gramm von Gita und dann halt die jeweils die zwei Legis. Also okay, vier. Ja, also die vier das Stück. Das heißt drei Stück. Ja, dann passt das. Pokémon technisch, ja. Ja. Wir brauchen noch Grusha und Enigmara als dann Alternative. Sind vier. Aber dann fehlt trotzdem noch ein Trainer. Ehrlich? Ja, weil bei Base hatten wir Koraidon. Ja. Und Miraidon. Und Miraidon. Gardevoir. Gardevoir. Penny. Ja, also ohne Trainer. Ohne Trainer. Und okay. Wir hatten die Spinne. Spinsidias. So, ja. Das sind schon mal zwei pro. Mhm. So. Gab's noch etwas? Gab's noch Pokémon? Haben wir irgendwas, was wir gerade genannt haben? Ich glaube. Doch, Eisenzahn. Stimmt. Riesenrad. Riesenzahn und Eisenrad. Danke. Gesundheit. Ja, das hatten wir im Stream auch schon gesagt. Das ist lustig. Oh, ja, drei Pokémon. So. Mimi. Penny. Pepper. Pepper. Jim. Vier. Passt. Ja. Das heißt insgesamt fünf SARs. Das heißt, es müssen noch zwei Trainer revealed werden. Ich hoffe mal, dass so langsam vielleicht mal der Champ kommt. Zagaria. Wäre gut. Ja, aber warte mal. Wir haben Clavel. Ah. Im Set. Ja, 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 ja. Was hab ich? Spinn. Oh. Kampf. Noch mehr Kampf. Noch mehr Kampf. Kampf, Kampf, Kampf. Kampf. Schau, wen ich mitgebracht habe. Hallo. Hallo. Servus. Servus. Pepperwutz. Was, Pepperwutz? Pepperwood ist da. Ja, warte. Was haben wir denn noch? Ja, welche Trainer wurden denn? Warte. Also, wir haben Grusha, den da Direktor. Enigmara und Clavel. Aber war nicht noch. Falkner. Jo, aber ich glaube nicht, dass er eine SAR bekommt, oder? Wir haben ja sonst keine alten Trainer. Mit SAR. Habt ihr nochmal Banger gezogen eigentlich? 30.000. Ich hab noch eine Miraidon und Energie und ja. Ich habe noch kein Gardevoir gezogen. Ja, dann. Hm, nur noch nicht. Ihr sollt Elektroenergien ziehen. Also, warte mal, Mimi? Ja. Ja. Jim. Mach mal was. Ja. Ich mach dir mal was für. Mimi, Jim. Penny. Penny. Also, Cosima. Cosima. Ja. Miraidon. Maskagar. Nee, Pokémon nicht. Ja, ich habe das gerade gezogen. Sondern Ding. Trainer. Ja. Was ist der vierte Trainer hier aus Base? Pepper. Pepper. Also, alles doch vier. Ja. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt Grusha, Enigmara und Clavel. Und Falkner. Wen noch? Amura ist doch SAR im nächsten Set. Ach stimmt, ach. Nee. Und doch. Die sind Triple Beat. Ja, aber das Triple Beat wird ja auch unser neues. Ja, Set. Aber. Ach so, du meinst schon. Ja, ach so. Jesus, habt ihr den? Jesus. Oh, Riesenzahn, nice. Aber der ist doch. Vom Boss. Ja, aber ist Befehl vom Boss wo drin? Triple Beat. Ja, nee, ja. Dann. Wir reden aber gerade über die anderen. So. Da ja. Fehlt uns irgendwas.
Ja, warte. Also. Mit den Leuten jetzt in den Kommentaren, also die. Das sind die Dummen. Mir fällt es halt gerade nicht ein. Ja, Dennis, such mal. Also. Scampisto. Ganz ehrlich, meine. Ich zieh nur Holos. Du hast nur Holostab. Ja. Das noch Holos nur. Rollo. Ich hab das gar nicht gesehen, dass. Ein Alge. Ja. Mit den Algen. Igitt. Obwohl, Tantra finde ich schon cool. Ja, hast du die neuen Deckboxen gewählt? Nein. Die mit Naftara und Volcarona so, ja, und so, ja. Ja, die habe ich dir doch gekriegt. Ne? Die Pikachu-Sleeves sind sauschön. Ich brauche ja, das nach Tarapsiana. Nach Tarapsiana? Ja. Gyarados! Guck mal lieber hier nach den Trainern. Ich habe jetzt das noch mehr Versus-Karten gefunden. Ja. Jasmins Blitzer, also. Jasmins Blitzer? Also auf Englisch halt. Jasmine's Jolteon. Ja, ja. Habe ich gefunden in der PSA 10. Oh, Karin. Wie oft denn habe ich es noch auf meiner Seite? Karin's Flareon. Was sehr teuer ist. Warum auch immer? Ja, weil das ein schönes Flamara ist. Ist es auch, ja, aber trotzdem. und noch Wills Espeon. Was haltet ihr davon, dass Kadabra zurück ist? Finde ich cool. Finde ich auch cool. Endlich mal. Du hast jetzt nicht aber nachgeguckt. Aber das Nimdala. Ja, stimmt, du hast nicht mal nachgeguckt, welche Trainer noch in dem neuen Set kommen. Ich habe geguckt, aber ich bin zu blöd. Hä? Ist okay, Dennis. Tüni, dazu sage ich nur das hier. Ja. Wäre jetzt Marcel hier, der jetzt gefunden. Ja. Ich ziehe nur... Verdammt! Guck mal, ich bin schon komplett... Ich schaff gar nichts mehr. Okay, danke. Ich glaube nicht. Also, ich will so eine S-A-M-A hier rausziehen, sonst ja, bin hier. Ich unglücklich. Okay, danke. Da ist eh keine drin. Imagine, wenn da jetzt eine drin ist, was dann? Weiß ich nicht. Kriegst du morgen frei. Und nein, du müsstest eigentlich dann? Sagen, kriegst du am Freitag frei. Ja, ja, das ist gut. Okay. Ja, damit bin ich zufrieden. Ich sehe kein frei. Scheiße. Na toll. Machst du am Freitag nicht? Oh, ja. Und? Ja. Ja, ja. Oh, ich freue mich so auf... weißt du, worauf ich Lust hätte? Hm. Azugladis und... Cremanzo, SAR, aber ja. Genauso wie das Glurak und Mewtwo, dass die beide so eine Perspektive haben. Das wäre so cool. Ja, Mann. Werden die aber eh nicht kriegen. Nee. Ist so geil, aber es wird eh nicht passieren. Ja, es kann sehr gut sein, weil es ja, ist halt immer so. Einfach schlecht an. Sieht ihr nix? Bei Londa. Komme auf den englischen Namen nicht klar von dem Ding. Ich komme generell auf den Namen auf Englisch nicht klar. Also auch von dem Skeledridge? Irgendwie so. Ich finde, was war von Maskagato? Meskegetto, keine Ahnung, weiß ich nicht. Meskegetto, ja, ist klar. In the ghetto. Warte. Miauskarada? Ist das nicht so? Kann sein, ja. Ganz das ist sein. Doch wenigstens, was man aussprechen kann. Und aber nicht irgendwie... Quackkowal? Nee. Riesenzahn. Toll. Kann das was? Was denn? Riesenzahn. Nicht wirklich. Nein. Auch für das erste finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber ein... Nein. Und Garba. Ja, wieso? Stadionkarte weg. Ja, dafür hast du nirgendwo Sauger. Weißt du, das ist ein Stapel hier. Ja, aber den kannst du doch jetzt spielen, dein Ding. Wenn du eine alte Karte in nirgendwo reinpackst. Eine? Ja. So. Das, die ist nicht gebunden an deine Lost Zone Counter Bums. Ach, da. Die Zone. Magna Zone. Don't let me into my zone. Riesen. Es lief dir auch? Also ich liebe meine. Dennis? Nö. Du hast beteiligt in euch. Wir sind hier nicht deine also Sleeve-Sklaven. Ja, scheiße. Anni! Let's win! Zieh mal was. Ich packe gerne. Nein, das ist nicht richtig. Nein?
Ich packe nicht gerne. Nein, du, ich meine nicht dich, sondern das ist halt kein... Mann! Uterus. Der Uterus. Gigachat. Ja. Wie kam das überhaupt zustande mit dem Namen? Ich weiß es nicht. Also Memes, weiß nicht, den Ursprung zu finden ist halt immer unfassbar schwierig. Die sind auf einmal... Ja. Ja, also der Ursprung ist halt immer irgendwie weird und dann ist es auf einmal da und jeder feiert's. So entstehen Memes. Gagados. Gagados. Knatterdogs. Ja, ich finde das Terra Christa, also das Terra, der Denne voll süß. Und irgendwie will ich die Sleeves haben. Es gibt Sleeves von der Denne? Ja, in Terra. In Terra? Ja. Ey, sag mal, wieso ziehe ich alles doppelt heute? Fünfmal Gym, fünfmal braune Energie, fünfmal Riesenrad, keine Ahnung. Riesenrad. Ja, es ist doch unfassbar. Ein Riesenrad. Ich habe eine Rolo gezogen, weil ich nichts kann. Ja, aber dafür lieben wir dich. Du bist Chef, das reicht. Ich habe bis jetzt fast jeden Tag gesagt, Jetzt geht's los. Ich habe eine Spinsidias Deckliste gefunden und ich wette, du hast etwas nicht in deinem Deck. Was? Sag mir. Das Hisui Dressella. Das habe ich tatsächlich nicht in meinem Deck. Richtig. Eine Holo. Welches? Das Vista. Hä? Du spielst das Vista mit der Vista Fähigkeit, weil sonst hast du ja kein Vista drin, ne? Was du einsetzen kannst, weil das Vista Ding von Dressella. Damit holst du dir eine beliebige Kombination an Pflanzen-Pokémon und Pflanzen-Energien aus deinem Deck. Und das beliebig? Heißt, beliebig. Also du kannst, also ich glaube, 5 Karten ziehst du. Und dann kannst du beliebig 5 Energien, 5 Pokémon oder was auch die immer. Die in diesen 5 Karten drinnen sind. Nein, ach, die suchst du einfach aus dem Deck raus. Ach, du suchst die 5 Karten. Okay, genau. Ja, und dann hast du ganz, dann holst du dir von den Spinnen welche, dann holst du dir einen Fulipurba, holst dann noch ein paar Pflanzenenergien und dann bist du eigentlich schon gesetupt. Ich spiel's aber mit Zoroark, ne? Naja, dann ist es nicht mein Problem. Guck, das ist so cool. Weil da so viele Pokémon sind. Deine Listen nicht alle toll. Siehst du den Hintern? Ja, du Halbstarke, hä? Du Halbstarke. Was hast du? Den Hintern. Der Hintern? Von Fleckmon. Ach so, ah. Mm. Geil. Oh, nice. Der Hintern von Fleckmon. Hm? Das ist ein Fleckmon mit seinem Hintern. Hm. Ach so, ein Arsch. Naja, ein Arsch. Das ist das gleiche doch. Fleckmon. Wer hat's gezogen? Guck mal, ich hab ein Riesenrad gezogen. Warte mal, wo war das nochmal? Was denn? Das, oh Gott, das kann ich nicht. Schildkröte. Ja. Ah. Ach so, oh nein. Ja, genau. Und dann musst du es halt auch wirklich so mach. Das ist so dumm. Bitte. Ich fand das Grubble-Video, ich sag. Ja, das. Ich frag mich echt, was die Leute sich dann dabei denken. Also, weißt du, wenn wir das am Sonntag bringen, dann so schön als Ostersonntag. Die sitzen dann da und denken sich so, ja. Schönes Ostersonntag. Oh, Riesenrad. Oh. Yay, Circus. Ich hab. Nichts. Oh Gott, oh Gott. Was macht das überhaupt? Was? Ein Kreis sich drehen. Nee, das ist genauso. Das ist das neue Regieleki EX. Das hatte genau dieselbe Fähigkeit. Also, Regieleki EX? Registil, Alter. Bist du dumm? Ist okay. Danke. Möchte jemand mein Cremando leben? Danke. Cremando. Jimanzo. Oh, ich hab auch Jenga. Jimanzo. Jimanzo. Oh. Why not, ne? Schmanzo. Jimanzo. Wieso willst du jemanden in Jimanzo treffen? So, bitte. Ah, ich hab letztens geguckt wegen Herashai in Shiny. Das sieht voll cool aus. Ja, weil es gelb. Gelb-weiß ist, ne? Ja. Witzig. Ach. Ich hab einen Professor gezogen. Das ist so gut. Ja, normal, aber ist dann ja blau-weiß. Oh, Schalke. 0-4. Gott. Aber warte mal, kommt dann Pommes, achso, rot-weiß, dann aus München, weil Bayern.
Aber München ist doch... Na gut, ne, Bayern, München, Bayern... Ja, ach, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Juni, was schätzt du für Fragen? Also wirklich mal. Der falsche Professor. Dein Holostab ist ein bisschen durcheinander. Der bringt die Würze rein. Weil immer wenn ich den Nasen, ne, den Nasen, den Namen lese. Die Nase lese, alles klar. Muss ich an Salz und Pfeffer denken. Ehrlich? Weil Salt und Pepper? Nee, weil... Verstehe ich gar nicht. Juni, das ist mir auch neu. Nein. Pfeffer und so. Ihr kennt ihr den Zusammenhang? Salz und Pfeffer? Ja. Nein. Bloß, bloß. Oh, Tüni, in welchem Zeitalter bist du eigentlich stecken geblieben? So. Blutklut. Weiß ich nicht. Ba, 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 ba. Wir haben einen Brief gekriegt. Diep. Weißt du, dass sie auch ein Kind bekommen haben? Wer? Salz und Pfeffer. Ach so! Alter, ich war auch kurz. Okay. Mein ganzes Leben war eine Lüge. Das geht ab, warte. Ja, die hatten dann Chili. War das nicht? Paprika. Paprika. Oh, ich erinnere mich sogar. Wieso weißt du das noch, Tüni? Ich habe meine Kinder. Du weißt schon. Nee, da war Sandmann. Oder Plantasbrot. Mist. Dauerschleife bis 6 ja, Uhr morgens. Ja, das war gruselig. Oh, guck mal, die richtige Brille. Ich habe das oft geguckt. Ich weiß. Weißt du, du pennst dann... Schon wie? Also, willst du mich natzen? Haben wir Gardevoir jetzt irgendwie gezogen? Nein, wer ist Gardevoir? Gardevoir. Ein schönes Poki. Glaubt ihr, dass im Kamelino-Kobold-Zyklus Cynthia auch wieder eine Karte bekommt? Ich hoffe. Maybe. Ich will, dass Ding eine Karte bekommt. Na, wie heißt die nochmal? Wer? Beschreibe. Pen Arena. P? Sechste Gen. Ach, die hässliche. Die ist nicht hässlich. Doch, die sieht aus wie ein Alien. Meinst du die Tussi, die mit dem Seminar auf ja, die gruselige. Okay, ganz casual, einfach im Golden. Ja. so casual. Wie heißt Lucia die denn? Zum Lucia. Warte, wie heißt sie? Wie heißt sie? War das nicht irgendwas mit L? Oder? Schandfleck. Nein. Silvana? Nee. Oder Ding braucht eine Silvana Karte. Die Astro-Tante aus dem sechsten Gen. Papella. Papella. Nein. Papella oh, hier. Elektro, nice. Guck mal, da ein Elektro. Hier aus der sechsten. Oh, warte, Astro-Tante aus der sechsten Gen. Ja. I'm sorry. Ist okay. Das Klimm aus der Psycho-Arena sein. Der guckt wahrscheinlich. Ach, genau, Valerie. Oh. Valerie! Ja, und wie heißt die Astro-Arena? Ja, wahrscheinlich Astra. Astrid. Aber ich weiß nicht mal, wie die aussieht. Wie sieht denn der aus? Und Galanto. Wer ist Galanto jetzt schon wieder? Der Drachentyp. Ah. Ach ja, so, aber, der mit seinem komischen Maulschutz da. Ja, aber zeig mal ihm Astrid. Zeig ihm mal Astrid? Achso, ja, habe ich ihm gesagt? Ja. An die kann ich mich null erinnern. Echt? Ich Gen 6 ist halt so irrelevant, meiner Meinung nach. Amaro, gewesen. Wer zur Hölle ist Amaro, ey? Das wäre gerade. Okay. Der Ding kenne ich durch. Tipo, Elektro. Die Sache ist, man kennt die eigentlich alle aus Masters. Ja, du kennst sie aus Masters. Ich habe sie erst durch Masters kennengelernt, obwohl ich X gespielt habe. Pokémon X. Durchgespielt. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es immer angebrochen. Am schlimmsten, und fertig. Am schlimmsten in Gen 6 ist sowieso dieser Rittertyp, der Duokless oder was auch immer. Als Dingens hat. Oh. Wie heißt du? BG. Galant? Nein. Gigatsch. Oh, wie hieß denn der nochmal? Blechbüchse. Oh, ich wette mit euch Norbert bekommt, ne? Wer? Zyklop. Norbert. Wer ist denn das da? Arena Leiter aus Joto. Hä? Wer ist Norbert? Norbert? Ah! Der mit seinem Jugend? Ist das nicht der gewesen? Ach, der alte. Was ist denn das? Guck mal nach Top. Jugon, Keifel und guck mal nach Top. Oh, endlich. Und oh, ich hab die so gezogen! Die. Ich hab die Top 4 Gen 6. Wir müssen jetzt den Namen. Top 4 Gen 6. Irrelevant, Gen 6 egal und John Wayne. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, ich hab sie nochmal gezogen. Carlos, Top 4. Hä? Ach, das sieht Carlos, ne? Carlos.
Kalos, ja. Stimmt. Die Region. Also, Thymelot. Ach, das ist der, ja, genau. Ja. Thymelot. Thymelot. Ja, mit dem Durmgard. Oh Gott. Und die kann ich mich gar nicht erinnern. Ah, das ist wie? Die. Wie heißt sie? Pachira. Das ist die Drachenpussy. Pachira. Oder? Pachirisu. Nee, Drakena. Ach, Drakena war Drachenpussy. Drakena, Drakena. Und Narzisse. Oh, ach, das war der so schmierige. Scampisto. Scampisto. Herr Schmierig. Ja, aber was hatte Pachira? Ich hab. Oh, Miraido. Oh, ist eine schöne Karte. Ja. Top 4 aus Alola. Alola? Alola. Hä? Top 4 aus Alola. Da gibt's Kaili, ne, wie hieß sie? Kaili. Ja. Kaili. Da gibt's Maya. Nee, Myla. Myla. Olivia auf Englisch. Ja. Olivia, genau. Warte. Was? Hala ist nicht Top 4? Doch. Doch, Hala und der Unlicht-Typ. Nein. Welchen Typ hat die Person? Der Elektrotyp. Elektrotyp. Elektrotyp? Es ist ein Typ. Mhm. Der rausrennt, wenn du zu Chris gehst. Hä? Keine Ahnung. Alola ist bei mir komplett weg. Marlon. Wer? Marlon. Kannst du mir ein Bild zeigen? Der hat auch eine Vollart. Ach, der. Ja, der. Warte, und der Unlichttyp, wie hieß der? Der mit seinem Alolas Nobilikat? Ja. Ja. Ach, der. Alola ist gar nicht meine Region. Nee, also Gen 6 und Gen 7 komplett an mir vorbei. Bei mir aber Gen 5 aber auch, weil ich fand Gen 5 auch irgendwie. Also Gen 5 ist ein bisschen. Nein, Anni. Die Sache ist ja bei mir. Ich habe das erste Mal gespielt Gen 4 und danach kam bei mir Gen 8. So, ja. Den Rest habe ich alles nicht gespielt gehabt. Das ist alles so. Ja, okay. Ja, ich glaube, ich war zwischen Gen 5 und Gen 7 besoffen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, aber wenn ich entscheiden müsste. Das waren viele Jahre. Wenn ich entscheiden müsste zwischen 5, 6 und 7, würde ich eigentlich Gen 6 nehmen. Ich würde 5 nehmen. Ja. Da auch den Stapel. Das ist ein Referat. Aber. Kann man spielen. Ich würde gerne eine neue N-Full-Art haben. Also, wenn. Noch eine. Wenn gab es nicht erst vor kurzem eine? Nee. Die letzte war, genau. Ja, ist doch vor kurzem. End Resolve. Entschluss. Es ist nicht die eine. Vierter. Oder fünfter sogar. Ich hab gehört, du magst, Jim. Biologie. Tüni, das kann man falsch verstehen. Biologie. Hä, warum? Oh. Er unterrichtet Bio. Der gibt dir den Schiller hin. Auch? Ja. Habe ich nicht. Tüni, das ist. Ja, guck mal. Erbärmlich, ey. Du hast, ja. Du nicht. Ja, mir fehlen noch 100 oder so. Ja, dann komm mal mit deiner Switch und ich tausche dir alles. Ich habe doch Living Decks. Ich habe einen Living Decks. Ich kann dir die. Also, nicht, dass du keinen Bock hast, 100 Stück zu tauschen. So. Nee, habe ich auch nicht, aber ich gebe. Aber ich kann ja die sich halt richtig spät entwickeln. Das hat Karin bei mir auch gemacht. Riesenzahn! Ja, also ich kann dir dann so ein wie heißt das Ding? Espinodon? Espinodon. Ja, die Endentwicklung von einem Pseudolegi. Der Godzilla-Typ. Guck mal. Das Ding, was die saucoole Adria bekommen hat. Wo ist er mit seinem Rückenkamm angreift? Das hat Eisdrache. Ich zeig's dir. Das, dieses kleine Ding, die machen alle einen Ratschlag auf den Bildern. Ach, ja. Das entwickelt sich ja richtig spät und das kann ich dir dann geben. Das heißt, der Name sagt mir halt gar nichts. Ja, ist okay. Ich glaube, ich habe die erste und die zweite, aber. Ich nicht, da kam mir viel zu spät. Ich hatte keinen Platz mehr dafür. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau im Team habe. Auch das, also das, was ich weiß, ist ich hatte. Ich hatte halt nur neue Pokémon. Ich hatte mein Koko. Ich wollte auch nur neue Pokémon haben. Ich hab mein Krokodil, ich hab Koloval, oh, Olithena. Olithena habe ich nicht, weil ich habe ja Maskagator. Mamo. Das habe ich rausgetan. Ich hab Wampitz. Schwampitz. Warte, da sind dann schon mal, wie viele hatte ich jetzt? 4 oder 5? Ich habe mein Cremanto im Team. Ne, das hatte ich jetzt nicht. Warte, Olithena. Was hatte ich denn noch? Ja, weiß ich halt. Doch, ich hatte Kumpelblase. Kumpelblase. Kannst du erraten, was das für ein Pokémon ist? Also das war Zulot. Ja. Ja. Das hat
Was hältst du von, was hältst du von dem Lamus aus dem Set? Glaube schon, ne? Was denn? Nati hat es so benannt. Wer hat das ja, in Klavion hier draufgelegt? Beziehungsweise mehrere Leute haben Kumpelblase. Ja, aber Kumpelblase passt auch. Und was soll mit dem Lamus sein, Dennis? Ja, ob das gut ist. Also ich finde es eigentlich in mancherlei... Oh. Ja, rede weiter. Ich finde es ganz cool eigentlich. In manchen Decks kann man das verbauen. Ja, ich müsste es mir mal durchlesen. So als One-Off meinst du, ne? Ja. Ach, war das nicht das, was du mir gezeigt hast? Nee, das ist was anderes. Mein Arm. Ich meine das aus dem Set. Beliebig oft werden deine Zuges kannst du... Ja. Hey! Beliebig viele Schadensmarken auf dieses Pokémon ziehen. Oh. Aber auf das Lamus? Auf das Lamus, ja. Und dann was... Ja, gut. Ja, dann packst du dir dann vielleicht von einem 2 oder 3 Preis-Pokémon als auf Lamus, dass der Gegner dann nur einen bekommt, oder was? So im besten Falle. Aber ja, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Es muss sich eh etablieren. Also man wird ja eh erst am... ich hab wieder was. Oder was ist das? Nee. Man wird ja eh erst am 14.15. sehen, so was sich die Leute, die gut spielen, sich für Decks bauen werden. Ich freue mich doch noch auf das Pummeluff. Okay. Also generell auf alle. Oh. Ich bin so sad. Ja, 30.000 Gyms. Koraidon, Miraidon, Gardevoir. Alles. Also alles noch dabei. Ja. Magnesone, EX hast du verpasst. Magnesone. Aber normale, nicht Full Art. Die Zone 0. Ja. Naja. Ich hab hier noch. Wow, das ist ja cool. Wäre es cool. Dieses Pokémon kann nicht paralysiert werden. Ja, super. Ja. Manchmal ist es doch ganz gut. Miraidon. Ist halt gut, wenn du im Pre-Release gegen Vivillon spielst. Ja, das stimmt. Weil das da kann man halt ja auch suchen, ne? Ja, aber nur, wenn du den Münzwurf gewinnst. Ja, ja, aber trotzdem. Dann das ist ja 50-50. Ja, aber dann sagt der Gegner, dann ist es vergiftet. Egal was. Nein, du kannst einen Statuseffekt auswählen. Ja, das heißt, du kannst ja auch schlafend machen, was halt genauso Kacka ist. Was ist los? Hast du dir wieder wehgetan? Aber mit Kacka, ich wollte gerade sagen. Mit Kacka wird man nicht. Wie ein Herrerschei. Oh, schön. Ich finde das halt wirklich süß. Ja. Weil das. Ja, genau. Es guckt so. Hallo, ein Herr. Ich gehe nach Hause telefonieren. Guck mal, und das findest du toll? Ja. Ich finde das süß. Okay. Will sich einer von euch setzen eigentlich? Nö. Doch. Na, der Andi kann... Ich tausche mal einfach mit dir. Ich mach von hinten auf. Pass auf. Okay. Setz dich. Okay. Danke. Oh Gott. Heute? Ja. Send help. Klippe. Oh je. Karin hat gesagt, ich darf damit nicht mehr ankommen. Womit? Mit Klippe. Ja, du musst mit Klippe rechnen. Ja, stimmt. Oh ja, ja. Das muss ich halt echt. Ein Kriman so. Neues Projekt. Mach so eine Fusion zwischen Scheinux und Klippe. Ich setz einfach einen Scheinux auf den Kopf von Klippe und gut. Ja. Kann man nicht. Scheiklub. Ein Scheiklub. Scheiklub. Oh, Arcani. Also kann man nicht einfach fusionieren und gucken, wie es aussieht? Ja, bestimmt, wenn die neuen Sprites starten. Ja, nicht bei dem. Es gibt ja generell so eine Seite, wo das du... das meine ich ja. Ach so, okay. Weil es gibt ja keine Pizza-Sprites mehr. Ja. Ja. Oh, kann man mal machen, ja. Toxi, Quark. Ich ziehe nur die Holo... Sachen raus, damit dann auf der Kamera nur die besten. Perfekt, Karin. Sehr schön. Geil, ja. Back to back Gardevoir. Oh, cool. Also ein Double War. Double War. Wow. Diesen Stapel. Im Gym. Wow. Let's go to the gym. Gym ist im Gym. Kann ich helfe dir, komm. Der Chiminotron. Ich werde nie das Pack vergessen mit dem Double Gym, wirklich. Das ist so meine Karte. Oh Mann. Hast du die schon? Nee. Willst du die? Nee. Was denn? Alternative.
Doch, oder? Nee. Ja, ich habe auch noch ein paar übrig. Ich hab. Ja, ich muss sowieso. Aber hier liegen so ein paar. Ja. Ich hab mir das Safe-Set schon mal davon aufgehoben. Von Jim? Mhm. Was kann der denn? Die, glaube ich, zwei Entwicklungs-Pokémon auf die Hand suchen. Ja. Ja, ist okay, meinst du? Für die Spezi, ja. Mhm. Weiß nicht. Glaub eher nicht. Kann ich sowas Ähnliches auch das machen? Was? Entwicklungs-Pokémon? Ja. Pokémon auf die Hand legen? Hyperball? Und wenn du eins ab, zwei abwirfst? Hyperball, ja, aber das ist ein Item. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja. Aber kannst du halt nur eins holen, wenn du zwei abwirfst. Genau. Und so kannst du dir zwei holen und nichts abwerfen. Das stimmt. Ja, aber dafür hast du dann potenziell zum Beispiel Boss oder Professor, darfst du dann sicherlich nur spielen, dann musst du abwägen. Ja, natürlich, du musst dann halt... Nur im Late Game, im Early Game, gut, ja, dass du schnell an die Sachen kommst. Genau. Richtiger Speedy Boy. So. Zack. Glaveon. Ich geh da lieber nochmal durch. Glaveon. Ist okay. Ist wirklich alles okay? Hast du überhaupt gelernt? Wie so eine Prüfung hier, Alter. Ich wäre dafür, dass Sengo eine Karte bekommt. Sengo? Ja. Das wäre ja, mal was. Ja, wäre mal was. Oder mal Absol. Was anderes. Absol hat doch schon. Eine V? Nee. Also. Aber. Ex. Ja, gut. Sengo hat keine. Sengo hat generell gar nichts bekommen. Ja. Außer, obwohl, auch nicht. Obwohl ganz damals hat auch keine EX bekommen. Oh, nice. Nee. Nochmal. Hm, ich liebe diese Karte. Ja, ich muss halt jetzt immer an ohne Zahn denken. Aber Hauptsache Podox hat eine EX bekommen. Komm, das passt aber voll gut, die Assoziation. Ja, ja. Podox hat eine EX bekommen? Ja. Also nicht jetzt eine EX, damals. Ah, ja, die habe ich ja. Damals. Damals, als die EX noch was wert waren. Ja, stimmt, jetzt sind die halt 50 Cent oder mit ihr. Oder ein Euro. Ja, die EX sind ja jetzt mehr wert. Die sind jetzt mehr wert? Oder? Ja, die EX-Karten jetzt von damals. Ach so, ja, von damals. Ja. Und jetzt die heutigen. Ach so. Weil die zieht man ja so oft. Aber das. Ja, in ein paar Jahren vielleicht auch wieder ein bisschen mehr. Was denn? Jim? Ich hab Akari gezogen. Ja, ich hab dein Ebenbild gefunden. Dein Ebenbild. Ach so, das übliche. Das ist ein männliches Schwein immer noch, Dennis. Ja, du bist doch genau so. Dann bist du mein weibliches von uns. Wenn wir so eine Tech-Team-Karte bekommen, wie süß. Ich weiß gar nicht mehr, wie das männliche und weibliche, was der Unterschied war. Was war der Unterschied? Das ist andere ist braun. Ah. Süß. Okay. Ah. Okay. Fragrant. Obwohl, davon so eine SAR, wo das männliche und das weibliche drauf ist. Das wäre schon cool. So einem kleinen Fickhuli dann als Baby. Oh, Baby. Ja, oder wie? Oder wie die mit ihren Dingen dann so ein Herz bilden. Oh. Das ist auch süß. Das wird ziemlich... Hitschig? So. Bitchig? Hitschig! Nicht bitchig! Das wird ziemlich bitchig. Naja. Let's go to beach. Warum denkst du denn nur so von anderen? Ich glaube, die Leute kriegen nach diesem Video einen Ohrwurm. Was denn? Von dem Lied. Von welchem jetzt? Let's go to the beach. Yeah. Let's get away. Hey, hey. Oh, ich dachte schon, Alter. Ja, oh, wei. Hä? Was, soll ich nicht mal singen? Ja, doch. Also manchmal stimmt das auch. Echt? Wir haben nichts gesagt. Ich dachte, singen darf man. Ja, du darfst immer singen, Tini, weil bei dir erkennt man die Lieder nicht. Ja, weil meine Stimme so schrecklich ist. Und ich die Wörter auch eh nicht richtig aussprechen kann. Süß. Ich liebe dich wie ein Kopf bis zur Fuße. Ich bin doch mit den Nusch. That's not good. Nee. Also wenn oh Gott, Alter. Wenn ich getrunken habe, dann rede ich gar nicht. Und dann ist Tüni still. Okay. Ihr hört euch an wie so Lemminge. Meerschweinchen. Ja. Du hast mal Lemminge gehört? Was ist das überhaupt? Das sind die Dinger, die sich von der Klippe stoßen. Ja, die immer von der Klippe gehen. Darum. Das ist eigentlich ein Mythos, aber leg die raus zum Testen. Okay.
Ja. Ich verstehe nicht, aber okay. Kennst du? Na gut. Wahrscheinlich. Mag die Zone. Ja. Zeig dir mal ein Bildchen. Wolltest du gerade Dings zitieren? Kennst du? Hä? Ne? Nee. Mario Bart. Mario Bart war das, ja. Genau dasselbe, blond und Bart. Blond und Bart. Und alles dasselbe. Ach, ja. Na Mensch. Deutscher Ach, na Mensch. Blond mit Bart. Blond ist er jetzt nicht richtig, aber... Ja. Er war vielleicht mal blond. Ich wollte gerade sagen, er ist grau. Naja, so grau ist er nicht. Dunkel, schon dunkelgrau. Ich hab nur einen Spielplatz da. Ein Spielplatz? Ja, hier drin. Hm. Was für ein Spiel? Strandplatz. Strandplatz? Schandplatz. Der Schandplatz aus dem Spiel. Oh Gott, ey, ich kann nicht mehr reden. Der Bruder ist gerade angefangen, mach einfach. Ach so. Ein Tentagra. Wieso? Beautiful. Weiß ich nicht. Ich mach noch neue Rotze. Proaktiv hier die Pause Opening machen. Das stimmt. Das ist Teamwork, guck mal. Ja. Team will eine Maßnahme. Team will eine Maßnahme zu 4000er Opening. Teamwork. Das sind 4000er. Ja, das ein 4000er, ja, das ist sehr teamwild. Das sitze ich noch bis zum Morgen hier. Juhu. Ich habe ein Olistena. Griechischer. Karin, nicht singen. Ah ja, stimmt. Oh, nicht singen. Griechische Oliven. Okay, warte, das Text. Ich wollte gerade wieder fragen, magst du Oliven, aber dann ist mir eingefallen, du magst gar kein Gemüse. Ich würde das Ding, ja. Ja, oh, Oliven, oh, nein, okay. Nicht so geil. Okay. Ich bin aber auch gibt kein Oliven überhaupt. Ja, Brokkoli. Ja, Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl. Rosenkohl. Rote Beete, Malz, Karotten. Chivas. Okay. Bambussprossen. Aber Bambussprossen schmeckt noch nicht. Doch, ja, so ein bisschen Beigeschmack haben sie schon. Vierter, dritter oder wie auch immer. Die ziehst du gerne, oder? Ja, Superzahn. Superzahn! Darf ich euch vorstellen, Superzahn? Der Great Tusk. Bist du jetzt, ein Radikal? Genau. Ja. Superzahn. Aber er Alola-Radikal. Da. Hm? Er ein Alola-Radikal. Wow. Weil Dark Type. Achso, ja, das schon. Oha, toll. Beautiful. Kanine. Na, Kanine? Ja, nee. Oha, richtiger Stapel an. Ich bin so stolz auf dich. Dankeschön. Ich lerne. Ja, das machst du gut. Kommt mal nur Dinge raus jetzt hier. Da muss ja noch was kommen, ne? Ich mach schon. Nicht am Start. Der Karin. Oh, Leute. Warte, das ist ja schon gesleeft. Ja, tatsächlich. In der Tat. Was ist das? In der Tat ist ja, diese Mensch. Karte bereits gesleeved. Habe ich gerade gemacht. Oh, was ist das? Oh. Ich freue mich, jetzt habe ich alle. Guck mal, ich habe vorhin nehmen. Schon eine gezogen. Ja, no, Klippe! Noch zwei gebraucht. Ah. Warte, ich muss auf eins Holo. Ah, verdammt. Ja, Klippe ist abgestürzt. Wobei, ich habe hier sowieso meinen eigenen Holo-Stapel hier. Klebunski. Klebunski. Chevron abgestürzt. Chevron hat auch keinen Bock mehr. Chevron? Chevrolet. Der wollte wohl die Klippe nachmachen. Spring, oh ja. Die Otifanten, Alter. Ich hab einen Banettoiden gezogen. Banettoiden. Die Banettoiden, die Otifanten, wann hat sie hier alle? Banett oder eher Traunfogel? Banett. Das ist mein Lieblings. Oh, geil. Noch ein Otto-Fant, ja. Basisenergie. Basisenergie von Basiskampf, Energie, Kampf. Nee, mit dem Biss. Kampf. Oh, Livigno. Wunderschön. Oh, nee, ey, Rona. Ich dachte, das ist dein Lieblingstrainer. Nico. Oder. Oh, die Arme. Ja, doch schon. Die hat uns auch verfolgt. Das war die Käfer, ne? War die. Ja. Mit ihrem Teddy Ursa. Das oh, ihre. Freust du dich auf Ding? Ich freue mich auf alles. Der Normal-Ding-Typ. Larry. Hieß er so auf Englisch? Okay. Ja, der Typ! Ich glaube, auf Deutsch hieß er Larry. Ja. Mhm. Dann nicht.
Der hieß? Ah, nee, der hieß, wie heißt der? Debayoki. Aoki. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, genau. Ich denke so, was ist die Verhul? War ein Gym. Oh, oh, sehr schön. Oh. Guck mal, haut nochmal. Aoki, Aoki. Noch mal drauf. Hab ich doch gerade gesagt. Aoki ist lustig. Der als SR wäre cool. Ich will Kai haben. Oh, wer will schon nicht Kai haben? Ja. Ach, Kai wäre eine coole Karte. Ja. Und dann kann ich mir das nur, oh, mit Alternativen dann, oh, ja. Karin schmilzt dahin. Nee, ich stehe noch. Ach so. Ich werde, ich... Gerade so. Morgens, wenn wir dann aufstehen und dann heißt es, es gibt News und wir nur noch... Peppa! Ich bin heute krank. Kann ich kommen? Warum? Ich klebe am... Was? Ja, warum? Was? Wer klebt? Ich wollte nur sagen, ich klebe am Handy. Ach so. Hä? Hä? Dann ist nur hier Klimakleber oder was? Hä? Hä? Hab ich sehr genau verstanden. Ich hab genauso gedacht, einer benutzt mich als Mülleimer oder als Halterung? Als Halterung. Okay. Yeah, ich hab noch eine Basisenergie. Oh, Gyarados. Oh Mann, Alter. Okay. Gut. Okay, wie ist das Wetter so? Guck mal, Klima. Ja, ihr müsst so denken. Ich denke nicht so weit wie ihr. Aber du hast es jetzt am Ende verstanden. Ja, aber ich meine es trotzdem nicht, wie ihr es meint. Ja, so. Ja, aber ihr müsst denken, dass ich nicht so weit denke. Ja, es ist okay. Ich gebe dir gleich ein Recap. Oder spul einfach das Video zu. Hä? Spul das Video zurück, ey. Aber jetzt würde ich dir gerade meinen Brücken. Das Gesicht, die mir leben. Uff. Uff. Wie läuft dir mit Anlauf zu mir? Ja. Anlauf, ja. Ach, Bruno. Meine Schönau kommt selten allein. Ja, ja, hat ja auch ihre Oliven. Aber jetzt so eine Olive mit Schafskäse. Okay, beruhig dich. Was? Mag du auch Schafskäse? Nee, ne? Ist okay. Ist okay, okay. Ist okay, okay. Okay. Schafkäse. Ein Garados kommt her. Spinat? Ja. Oh, Spinat und Ei. Mmh. Lecker. Ich hab mit Hunger. Backfisch. Mmh. Backfisch. Ich finde das geil mit Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Mit Kartoffeln dazu ist auch gut, ja. Kartoffeln. Auch wenn ich nicht unbedingt ein Kartoffelfan bin. Was? Ich auch nicht. Ich mag Kartoffeln auch nicht so wirklich. Ich liebe immer Kartoffeln. Nudeln oder Reis ziehe ich immer vor Kartoffeln. Das auch wenn die sind frittiert. Das Problem ist, zwar früher hast du in Polen immer. Ja, Beilage, gestampfte Kartoffeln. Beilage war immer Kartoffeln. Ja, ich bin auch Kartoffel. Kein Reis, mit kein Nudeln, immer Kartoffeln. Immer und dann hast du da auch irgendwann keinen Bock. Hartes Schicksal. Du musst dir mal so vorstellen, wir haben Gerichte. Wahnsinn. Die zum Beispiel. Wir haben du Wahnsinn. Wir machen Reis. Ja. Wundervoll. Und dazu dann sozusagen Frikadellen mit Pommes, sozusagen, die aber im Ofen halt gemacht wurden. So, oh, ne? So geschmort. Reis mit Frikadellen und Pommes. So, und das wird dann zusammengetan. Das heißt, du isst Reis mit Pommes und Fleisch. Ja. Was reimt sich auf Sleeven? Oliven. Ja. Oh. Und dann zeige ich das Marcel und Marcel so. Ja, aber du kannst doch nicht Reis und Pommes zusammen essen. Jo, kann man schon. Was ist denn eigentlich? Pommes gehen immer. Ich weiß nicht, habe ich mal gehört. Döner. Links. Ja. Danke. Ja. Döner. Döner. So ein Gericht, das ist Reis und in dem Reis sind Nudeln drin. Reis und im Reis sind Nudeln drin. Was denn? Ach so, nee, das ist ganz normaler Reis bei uns. Ach so. Das wird halt. Reis also mit Nudeln sind Reis. Risotto, der wird erstmal in Butter, Gold. Braun gemacht, also so ein bisschen halt angeschwenkt halt, ne? Dann tust du den Reis, den du vorher gewaschen hast, da rein. Mhm. Dann tust du gekochten Wasser da rein. Gekochtes Wasser rein. Mhm. Beziehungsweise so viel, wie viel du Tassen Reis du benutzt hast. Und dann lässt du es einfach kochen. Mhm. Ich mag das aber nicht. Ja, ich lasse jetzt mal 10 Minuten, wie man das zubringt. Aber ich mag's nicht. Nee, weil ich mag den Geschmack von dem Risotto einfach nicht. Ich esse entweder den Reis so weiß, halt ohne nichts, oder mit Kichererbsen. Ohne nichts. Mit Kichererbsen schmeckt das richtig geil. Gut zu wissen. Ja, merke ich mir. Also Kichererbsen sind okay. Aber mit Reis ist das lecker. Ja, Reis ist nice. Der Preis ist Reis. So, was
Solange der Sack nicht umfällt. Ha? Was? Ja. Ich weiß nicht, was Sie reden. Immer was. Ich habe dir vorhin eine Goldenergie mit einem Arcani gegönnt. Also bitte ruhig mit den Pferden. Anni. Was tue ich da? Was denn? Wo sind hier noch Booster? Wir sind langsam durch. Ich brauche. Ja, durch sind wir auch. Eins aus. Eins. Okay. Ich nehme das. Das ist es. Ich bin gespannt. Das ist es. So flapp ins Gesicht. Riesenzahn ist es. Mhm. Mhm. Wundervoll. Mhm. Ja. Ja. Krass. Dennis. Diese monotone Untermalung von Anni. Ja, krass. Krass. Ja, geil. Das ist besser. Das war jetzt nicht besser. Guck mal rein. Ist das gut? Oh. Ich hab wohl das Gute. Safe. Ich sehe nur das Ende, aber ja. Es ist mir egal, was du siehst. Okay, es ist mir egal, was du siehst. Sieh was. Oh, hey, noch eine Mimi. Süß. Oh, ja. Ist ganz nett. Kann man machen. Also, mein Booster war besser. Ein Banettoid. Ja, das stimmt. Die Mimi. War ganz nett, aber deins war ziemlich... Also, meine Mimi. Achso, ja, die war unverschämt. Ja, die Mimi. Die war unverschämt. Also, unverschämt. Wollen wir nicht Sascha auch noch eins geben? Nö. Holen wir ihn nochmal? Weil jetzt zu Ende? Ja, wir machen jetzt einfach zu Ende. Okay. Oh, ihr Lieben. No, ein Schweinchen. Das Schweinchen in der Mitte. Ja. Spielt man das viermal weg, ja, gell? Ja. Oder dreimal? Ich glaube vier. Oh, oh nein. Zwei noch. Oh, du willst es doch spielen? Ja, klar. Er will alles spielen. Zumindest alle und dann gucke ich mal, wie es mir Spaß macht. So, wie es mir Spaß macht. Okay. Er spielt sie. Und dann? Oder auch nicht. Voll Tüni. Wahnsinn. Gut gesagt, das sind jetzt die letzten beiden Booster, ne? Mhm. Guck mal, ich bin mehr begeistert von meinem Kira-Deck als von meinem Miraidon-Deck irgendwie. Ich weiß nicht, warum das bei mir manchmal so du ist. Du hast ein Table für Kira. Tada! Ja, irgendwie schon. Ja. So alles, was wir machen jetzt das Ende, Leute. Ah ja, das tun wir. Entweder wir ziehen alles oder nicht. Das große Finale. Le Finale Grande. Und aha. Griechischer Pool. Aha. Komm, ey. Oh, okay. Cool! Das ist jetzt zu Ende. Tschüss. Ja, so Leute. Ich würde mal sagen, das war's. Ja. Mhm. Ausbeute war sehr gut. Es gibt ein Recap. Ja. Ja. Und für die Leute, die jetzt alle ihr Heftchen ankreuzen, habt ihr euer Recap. Mhm. Okay. Okay. Cool. Ja. Was für ein Heftchen? Ich finde ein Heftchen. Ach so! Ach Gott. Glaubst du, da sitzt einer mit einem Heftchen und okay, sagt, ich. Die gezogen. Vielleicht. Meinst du? Oh mein Gott, yo. Jeder, der das gemacht hat, auf Insta ein Bild posten. Ja? Ja, 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 ja. Ja, Mann. Das wäre gut. Also, Leute, postet das Ganze, wenn ihr das getan habt. Ja. Auf Instagram. Und tschüss. Ja. Cool. Bye, bye, American Pie. Bitte beenden.